bitte ich Sie, meinen heutigen Gast so herzlich wie möglich zu begrüßen, nämlich die Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin Sandra Maischberger. Schönen guten Tag. Ja, hallo. So. Ich glaube, mein Mikrofon geht und wissen Sie, woran das liegt? Weil das bei Ihnen jemand eingeschaltet hat und bei mir nicht? Nee, weil ich pünktlich war und Sie nicht. Das ist völlig falsch. Ich war eine Minute vor 14 Uhr hier. Sie waren zwei Minuten nach 14 Uhr hier. Ich wollte es nur sagen, weil normalerweise stehen die Damen immer im Verdacht, dass sie dievenhaft zu spät kommen. In diesem Fall war ich es nicht. Darf ich trotzdem sagen, wieso ich pünktlich war? Ich war eine nicht Minute pünktlich. Vor 14 Uhr. Ich glaube, Herr Gysi braucht ein neues Mikrofon. Ich genieße das so sehr, Gysi sprachlos zu sehen. Das glauben Sie gar nicht. Deshalb nicht still, weil Sie mich ja häufig einladen. Also ja. Wollen Sie ja, dass ich quackle. Ja, aber wenn Sie mal still sind, hat das auch was. Nee, es geht nicht. Aber das geht. Das fängt an zu gehen, ja. Also, liebe Frau Maischberger, Sie sind zwar in München geboren worden, aber dann sowohl dort als auch in Frascati oder Frascati, wie sagt man dazu, aufgewachsen. Das heißt, jetzt in der Nähe von Rom. Sagen Sie Zucchini oder Zucchini? Ich sage Zucchini. Zucchini, ist falsch. Ganz falsch. Das heißt Zucchini und Frascati. Frascati. Das ist der Wein, da gibt es einen guten Wein daher. Was verschlug Ihre Eltern nach Rom? Ich freue mich so, dass Sie mich fragen müssen. Ja, ich muss mich gar nicht vorbereiten. Also, normalerweise muss ich immer so wahnsinnig viel nachdenken, mich vorbereiten, konzentrieren. Heute lehne ich mich zurück und gucke Ihnen ja. So, soll ich auch antworten? Natürlich. Sie werden sehen, wie wenig ich rede. Das wird Sie noch mehr überraschen. Da wollen wir mal eine Wette abschließen, ob Ihnen das gelingt. Sie kennen mich ganz ja lange genug. Also, wie war die Frage nochmal? Was Ihre Eltern nach Rom verschlagen hat. Mein Vater war Diplom-Ingenieur, arbeitete beim Max-Planck-Institut und hatte da ein internationales Forschungsprojekt. Da waren alle möglichen Menschen eingeladen worden und er hatte den Job angenommen. Die haben damals schon nach Gravitationswellen gesucht. Das ist das, wofür es jetzt den Nobelpreis gab in Physik. Und da war er 5 Jahre und hat uns, die Familie, Gott sei Dank mitgenommen. Ich war 3. Und dachte, ich bin Italienerin, weil mit 3 habe ich noch nicht so gut Deutsch gekommen und dann habe ich Italienisch gelernt und fühlte mich da eigentlich sehr wohl. Also sind Sie zweisprachig aufgewachsen, zu Hause Deutsch und... Nee, also unsere Eltern haben Deutsch mit uns gesprochen und wir haben stoisch auf Italienisch geantwortet, weil es sprach ja außer Ihnen keiner Deutsch. Das machte gar keinen Sinn, Deutsch zu reden. Und das heißt... Ich musste man später kann nicht Deutsch sagen, lernen. Dass Sie zuerst Deutsch gelernt haben? Oder ich war 3. Das war also nicht ganz zeitgleich. 3. Ja. Ich konnte besser Italienisch, dann kam ich nach Deutschland, war 8 Jahre alt und musste mich durch deutsche Grammatik quälen. Das war nicht lustig. Ja, dazu ich hatte ich auch noch, so einen komischen Akzent, wie die Mutter Cappuccino. War Reiseleiterin? Nee, das war sie sehr viel später. Die war eigentlich Sekretärin. Mein Vater starb dann früh und dann hat sie gesagt, jetzt kann sie auch mal was ganz anderes machen. Hat den Job geschmissen und hat sich... neu gebildet, habe ich sehr bewundert. 49 war sie da. Und als Reiseleiterin hat sie nun nur Reisegruppen hier begleitet oder war sie in vielem Ausland? Also hier kennt sie sich gar nicht aus. Hm. Nee, sie hat dann, meine Mutter hat Wanderreisen in Italien gemacht, Kultur und Wanderungen. Sie konnten in einen Bus steigen und dann würde sie mit meiner Mutter in die Toskana fahren und dann würde sie ihnen wandernd, dann weiß ich nicht, die Dinge erklären, die auf dem Weg liegen. Dank meines Fahrers wandere ich inzwischen. Der braucht das zum Ausgleich, weil er so viel fährt. Ist es so? Und dann wandern Sie von Treptow nach Mitte? Nee, in Berlin nie. Ja, ich dachte, da weil Sie so spät waren, Natur heute sind Sie gefahren. Er hat mir aber beigebracht, man braucht die richtige Ausrüstung, sonst hat das gar keinen Sinn. Nee, mit denen schon in der Tat nee, mit kommen denen Sie ganz nicht bestimmt weit. Nicht. Die sind mit so denen, glatt, obwohl die sind mit die sind denen komme ich zu Ihnen. Ne? Über Ihre Schuhe reden wir noch. Über meine Schuhe? Hat Ihre Mutter Sie denn dann auch zu irgendeinem Zeitpunkt also dazu bewegt, andere Länder, andere Städte, alles zu besuchen? Denn Sie sind ja auch sehr reiselustig. Hängt nee, meine das ein bisschen Eltern, damit zusammen? Meine Eltern sind mit uns einfach immer rumgereist. Und was passiert eigentlich, wenn ich Ihnen die Karten wegnehme? Furchtbar. Furchtbar, ehrlich? Ja, natürlich. Ich bin wesentlich älter als Sie. Also, kann man doch nicht alles merken aus dem Kopf. Das ist auch noch ein Trick, das würde ich auch noch also versuchen. Also nochmal. Nein, meine Eltern waren sehr reiselustig und wir sind in frühester Kindheit dann immer mit denen verreist und zwar im Zelt, auf Campingplätzen in Griechenland, Italien und sonst irgendwo. Und das hat uns, glaube ich, geprägt. Mein Bruder und ich sind heute noch sehr reisefreudig.
Ihr Bruder ist 2 Jahre älter. Hat er versucht, Sie zu erziehen? Hat er Sie getriezt? Oder war das Verhältnis damals gut und ist es heute auch noch? Also damals war es beschissen, heute ist es toll. Nein, es ist wirklich, mein Bruder hat einfach im Prinzip an mir ausgelebt, dass er eigentlich kein Geschwister haben wollte, glaube ich. Und das hat mir aber ganz gut getan, weil er einfach, der war mir verbal und intellektuell natürlich extrem überlegen. Das ist er bis heute zum Teil noch. Arbeitet hier in Berlin, ist stellvertretender Direktor der Antikensammlung am Pergamonmuseum, ist Archäologe. Und das hat mich natürlich irrsinnig gewurmt, dass der immer besser reden und denken konnte als ich. Ich glaube, es war ein gutes Training für das, was später kam. Aber was mich auch interessiert, warum hat der denn im Unterschied zu Ihnen einen anständigen Beruf erlernt? Weil er was im Kopf hat, im Gegensatz zu mir. Eingeschult wurden Sie in Rom. Der ist sogar Doktor, der dann hat einen Doktor gemacht. Nach haben München. Sie einen Doktor, Herr Gysi? Natürlich habe ich einen Doktor. Natürlich. Ist Ihnen schon mal was aufgefallen? Alle gefälschten Dissertationen kamen bisher aus dem Westen. Ja. Nicht einer aus dem Osten. Nee, das stimmt nicht ganz. Es gab einen, der hat seinen Doktor in Prag gemacht. Erinnern Sie sich an den? Ja, Prag ist ja wieder was anderes. Ja, das ist aber der Osten, vom Osten Deutschlands. Also, aber bei Ihnen hat man es nicht untersucht. Na, aber klar, mindestens 10 Mal, keine Chance. Bei Ihnen gab es nicht Copy-Paste, wahrscheinlich war das viel schwieriger, aber egal. Nee, weil das macht also mir nichts aus, das anzugeben, die Quellen und die Zitate. Wenn man selbst schreibt, ist man relativ ehrlich. Wenn man natürlich Mitarbeiter hat, die für einen schreiben, dann schummeln die und man kann ja nie sagen, dass es andere waren. Ich glaube, das aber der Gutenberg hatte zu der Zeit zum Beispiel noch keine Mitarbeiter. Der doch, hatte einfach. Ja. Der hatte so, was wär's? Sitzt da ein Mitarbeiter von Herrn Gutenberg? Da sitzt Gutenberg, der wollte jetzt was dazu sagen. Aber ach, da ist er. Ich höre immer, der kommt wieder nach Berlin. Jetzt wusste ich gar nicht. Aber hier in der Distel. Was ich auch nachgelesen habe, ist, dass Sie dann ja besser Italienisch als Deutsch sprachen und dass die Kinder sind ja brutal dann über Sie herzogen in der Schule. Bisschen, ja, im ersten Schuljahr. Und dass Sie dadurch versucht haben, als Klassenklon und eine Clown, Wirkung nicht zu erzielen. Clown, nicht ja. Clown. Ich wollte, dass Sie mich verbessern. Das schaffe ich. Also ich bin, als Klassenclown. Ich bin ja eher Klon, aber ich war die Kleinste in der Klasse und ich sprach schlecht Deutsch. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass am Anfang, ich weiß, es ist eine bayerische Grundschulklasse, 4. Klasse, wir waren, glaube ich, 42 Kinder in meiner Klasse und da gab es, glaube ich, eine Türkin und dann gab es einen Japaner und es gab mich. Und ich hatte wirklich, mein Deutsch war wirklich irgendwie schlecht, aber ich habe trotzdem irgendwie immer mich so ein bisschen wahrscheinlich zu sehr aufgespielt und da haben die mich ganz klar spüren lassen, dass das hier so nicht geht. Und dann habe ich einfach ein bisschen gekämpft da die ersten Jahre, das war schon lustig. Aber ich teile die Erfahrung zum Beispiel mit Giovanni Di Lorenzo, der hat mir dieselbe Geschichte erzählt, dessen ein Elternteil bei ihm ist italienisch und der ist von den Deutschen genauso begeistert empfangen worden wie ich. Und ich glaube, wir haben uns beide irgendwann mal erzählt, dass wir uns gedacht haben, den zeigen wir es. Kann es sein, dass Sie deshalb besonders ehrgeizig hinsichtlich der deutschen Sprache geworden sind? Dass man dann so den Wunsch hat? Ich bin ehrgeizig. Ja, weil Sie in die Schülerzeitung gearbeitet haben, Sie waren Klassensprecherin und so weiter. Also ich hatte so, als ich das gelesen habe, den Eindruck, jetzt wollten Sie diese Sprache aber auch besonders beherrschen. Nee, ich glaube, das war was anderes. Die Sprache habe ich dann doch schnell beherrscht. Die Grammatik bis heute nicht übrigens, deswegen bin ich ja im Fernsehen und nicht in der schreibenden Zunft. Da merkt man die Fehler nicht. Kommasetzung zum Beispiel ist mir einfach ein Rätsel geblieben. Und Schülersprecherin, und das war, hatte eher was damit zu tun, dass ich dachte, irgendwann mal zeige ich es euch. Und dann dachte ich, als ich Schülersprecherin geworden bin, jetzt habe ich es euch gezeigt, jetzt bin ich irgendwie wer. Die Schülerzeitung hat mir großen Spaß gemacht und das Theaterspielen auch. Das hatte eher so, das hatte eher was damit zu tun, dass man so ein bisschen, ich war, glaube ich, ziemlich extrovertiert und da braucht man einen Kanal. Das kennen Sie doch. Was schreibt man denn in so einer Schülerzeitung? Haben Sie nie in der Schülerzeitung geschrieben? Nee, ich glaube nicht. Also Wandzeitung hatten wir reichlich, das reichte. Ja, aber also bitte. Schülerzeitung, kann ich mich nicht erinnern. Also, wie oft erschienen die? So einmal im Monat? Na, die erschienen, wenn wir gut waren, alle 14 Tage. Ich bin aufgewachsen in Bayern von Franz Josef Strauß. Da gab es zum Beispiel doch viele, also es gab zum Beispiel diese Stopp-Strauß-Kampagne. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, 1980. Und da hat man Artikel dann geschrieben gegen Strauß. Und dann durfte man die Schülerzeitung nur vor der Schule verkaufen, weil in der Schule war es dann verboten. Also das hatte so ein bisschen einen Reiz, dann die ersten politischen Gedanken mitzuteilen. Ein bisschen hat man natürlich über die Lehrer geschrieben, die immer blöd waren, über Mitschüler. Und dann haben wir kleine Reportagen gemacht einfach.
Warum sprechen Sie keinen bayerischen Dialekt? Könnten Sie es, wenn Sie wollten? Wenn Sie jetzt der Gregor Gysi jetzt aus Bayern wären, dann könnte ich schon ein bisschen, aber dann müssten Sie schon, oder Sie wären jetzt der Markus Söder zum Beispiel. Ja. Ich weiß, das fällt Ihnen jetzt schwer, aber jetzt ja, stellen ja, Sie sich... Ja, das fällt mir gar nicht schwer. Wenn ich jetzt länger mit Markus Söder zusammensitzen müsste, dann würde ich anfangen, ein bisschen mehr in diesen Singsang zu kommen, aber meine Mutter kommt aus dem Rheinland, mein Vater war aus Augsburg. Ich habe es nie wirklich richtig gelernt. Nennen Sie uns doch mal Ihre Lieblings- und Ihre Schreckensfächer. Fächer in der Schule? Hm? Das kann ich Ihnen anhand der Fünfen im Zwischenzeugnis in der 11. Klasse aufzählen. Mathe, Physik, Chemie, Latein. 4 Fünfen. Und wo dann, hat mein Vater gesagt, jetzt bleibst du auf deinem Hosenboden sitzen und lernst es, bis du dann... Und dann habe ich gesagt, wir machen einen Deal. Ja? Ich mache so, wie ich es denke. Wenn ich durchfalle, darfst du über mein nächstes Schuljahr bestimmen. Wenn ich nicht durchfalle, hältst du dich raus für den Rest der Schulzeit. Dann hatte ich am Ende eine 5, bin weitergekommen und die Sache war gegessen. Hat denn aber ich hätte auch ohne versucht, ihn nicht, Sie an Mathematik und Naturwissenschaften ich hätte es ohne ihn nicht überlebt. Also er hat mich dann schon mit Mathe und Physik hat er mich dann durchgezogen. Chemie konnte er auch nicht so gut, aber das ist ja eine Sache von auswendig lernen, dann hat es funktioniert am Ende. 1985 haben Sie Abitur gemacht. Wann und wodurch ist eigentlich in Ihnen der Wunsch entstanden, Journalistin zu werden? Schülerzeitung war wichtig. Dann gab es ich hatte so eine Fächerwahl, wo ich dachte, vielleicht werde ich Musikerin. Ich habe damals Abitur gespielt mit der Querflöte und hat sehr viel Spaß an Musik gehabt. Ich habe gedacht, vielleicht werde ich Schauspielerin, weil ich ja doch so klein und extrovertiert war. Sie wollten ja auch mal, glaube ich, Schauspieler. Nein, ich wollte das nicht. Meine Eltern wollten, dass ich ja, das genau, werde. Genau. Ihre ja. Schwester ist es, genau. Ja. Ja, aber, also. Ich bin aber nicht meine Schwester. Dann habe ich... Ja. Ja, aber Sie haben sehr viel gemeinsam, finde ich. Sie waren ja mal bei mir, jedenfalls. Ja. Dann habe ich überlegt, ganz kurz tatsächlich auch Politik hatte mich interessiert und Psychologie. Das waren so die vier Dinge, wo ich dachte nach der Schule, ich könnte da vielleicht in die Richtung gehen. Wollte aber erst mal ein Jahr Auszeit mir gönnen und mir gedacht, also nach 18 Schuljahren muss man sich irgendwie mal erholen. Und dann habe ich aber, weil meine Mutter mir blöderweise zum Frühstück die Süddeutsche mit einer Stellenanzeige hingelegt hatte, der Bayerische Rundfunk suchte Diskjockeys und Moderatoren, ich habe mich da blöderweise drauf beworben und dann haben die mich genommen. Damit war ich dann im Journalismus gelandet und da bin ich geblieben. Sie haben das doch wirklich auf eine Kassette gesprochen, ne? Meine erste Moderation, ja. Da musste man sich bewerben. Also ich habe mich als Diskjockey beworben. Ich hatte eine große Plattensammlung und dachte, das kann ich. Da verstehe ich was von. Und da musste man, damals gab es ja noch Plattenspieler, die Älteren werden sich erinnern, und dann musste man also die Platten auflegen und wie? Wird wieder modern. Ja, habe ich gesehen, ja. Und dann musste man einfach... Ich wollte Ihnen zeigen, dass ich auf der Zeit bin. Ich dachte, Sie wollten mir zeigen, dass Sie wissen, was eine Schallplatte ist. Ja, hören Sie mal zu, ich bin älter als Sie, ich habe von Schallplatten gelebt. Unwesentlich ich hatte die älter. Erste Beatles-Schallplatte. Ja, aber was hier, wie haben Sie die denn also gekriegt? Sie haben sich beworben und haben... War das normal? Nein, das war von meiner Großmutter aus Paris, ja, 1963. Voilà. Und das hat Ihren Freundeskreis erheblich vergrößert. Aber erheblich, aber. Ja. Auch weibliche, sehr viel zuverlässiger auch weibliche Freundinnen da. Alle Geschlechter kamen, wegen der Platte. Also auch divers, oder gab es das nicht, das dritte Geschlecht? Das dritte Geschlecht gab es natürlich auch, dass also die DDR waren diesbezüglich, was sexuelle Orientierung betrifft, völlig normal. Das hat man beim FKK-Strand, haben Sie nicht dieses Jahr gesagt, das ist ja. FKK, das sei schade und wir so. Waren, was die Straflosigkeit von Homosexualität betraf, auch immer schneller als die Bundesrepublik. Das Blöde war nur, es wurde nie darüber gesprochen. Es gab ja gar keine. Also es gab, nein, es gab keine Debatte. Plötzlich war zwischen erwachsenen Männern ist nicht mehr strafbar, dann war es zwischen Erwachsenen und Jugendlichen strafbar und dann, was es in der Bundesrepublik bei der Einheit nicht gab, war in der DDR auch das nicht mehr strafbar, es sei denn, es war auch zwischen Heterosexuellen strafbar, also Erwachsener, Jugendlicher unter Ausnutzung, ja. Abhängigkeitsverhältnis 14 und so, Jahre sonst oder nicht wann mehr. So. Wissen Sie, was das Ergebnis war bei der Deutschen Einheit? Na, wir haben alles zurückgedreht, nein, was Sie an Errungenschaften hatten. Warten Sie mal eine Sekunde. Die Bundesregierung sagte, sie kann DDR-Recht nicht übernehmen, obwohl sie weiß, dass es in die Richtung läuft. Und die DDR-Leute sagten, sie können den Schwulen nicht sagen, ab morgen macht er euch wieder strafbar, was bis gestern noch erlaubt war. Wissen Sie, was die Lösung war? Weiß keiner. 3 Jahre unterschiedliches Strafrecht. Was du natürlich zwischen Dessau und Erlangen nicht gemerkt hast, aber in Berlin war es grotesk, denn in Charlottenburg war es kriminell und in Friedrichshain erlaubt. Da sagten die erwachsenen Schwulen in West-Berlin immer, lass uns in den Osten fahren, da ist es erlaubt. Also es ist grotesk. In einer Stadt, in 2 Dritteln etwas kriminell, in einem Drittel erlaubt. Hat es, glaube ich, in der Rechtsgeschichte sonst nie gegeben. Wieder was gelernt. Ja. Vielen Dank. Aber zurück zu Ihnen. Wissen Sie, was
also, mir, mein Lieblingsfall ist von Gregor Sie haben Easy, mit der 14 hat mir nämlich mal erzählt. Wallraffs Leben in der Bild-Zeitung gelesen. Ich gehe auf Ihre Kommentare gar nicht ein. Ja, aber das also, fand ich wirklich, aber die Geschichte war wirklich gut. Also aber Sie müssen versprechen, dass Sie heute die Geschichte mit dem Zahnarzt erzählen. Ich weiß gar nicht, welche. Eine Frau kommt zu Ihnen als Anwalt und sagt, lieber Herr Gysi... Ja, das ist wahr. Das ist ja furchtbar. Aber ich jetzt. Also ich verspreche Ihnen, die hören Sie am Ende spätestens, weil das ist die beste Geschichte, die ich je gehört habe, was also, die Vertretung von Herrn Gysi... Nochmal, Sie waren 14 Jahre alt und haben das Leben, das finde ich nämlich wichtig, von Wallraff bei der Bild-Zeitung, also seine Arbeit dort gelesen, mit 14. Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben? Wallraff hatte sich in die Bild-Zeitung eingeschleust, um herauszufinden, was die für üble Methoden hatten. Und das habe ich gelesen und verschlungen, weil das war so die Mischung aus, so habe ich mir Journalismus vorgestellt, Detektivarbeit, Gutes tun durch Aufklärung und einfach eine riesen Schutzbe haben. Schutzbe, sagt man, glaube ich. Und das hat mich sehr beeindruckt und dann habe ich gedacht, sowas will ich auch. Und dann haben Sie von dem Kriegsreporter Nicolas Born gelesen. Die Fälschung. Die Fälschung. Ja. Und das hat Sie auch beeindruckt? Völlig deprimierendes Buch, ist auch verfilmt worden, später dann mit, ich glaube, Hanna Schigula in der Hauptrolle, Libanon-Krieg. Ein Reporter ist vor Ort und will immer Geschichten vom Krieg erzählen, aber die Häuser in Deutschland interessiert es nicht mehr. Der Krieg ist irgendwie out und das ist dann eine Geschichte, die man heute wahrscheinlich genauso schreiben könnte. Jeder Krieg hat seine Höhepunkte und wenn er dann weitergeht und keine wirklich Neuigkeiten mehr richtig in dem Sinne kommen fürs gelangweilte Publikum, hört man auf, darüber zu berichten. Das hat mich deshalb beeindruckt, weil ich das Gefühl hatte, dass da aber einer war, der sein Leben dafür eingesetzt hat, eben zu berichten. Und das war so der zweite Held in der Hinsicht, was den Journalismus angeht, ja. Obwohl es eigentlich eine total deprimierende Geschichte war. Waren Sie ein Fan dieser ersten, ja wirklich bedeutenden Rundfunksendung von Thomas Gottschalk, wo der so eine Jugendsendung machte, natürlich mit Musik und mit seiner Art zu reden? Ich habe gehört, dass in München die Leute aufhörten, Fahrrad zu fahren, um alles sich anzuhören. Also das Fahrrad? Ist wirklich, ja, mit dem Radio? Ja, junge Leute, ja. Die hatten dann so einen Transistor. Ach so. Und dann hörten das. Also ist mir alles so erzählt worden. Ja. Ich habe auch mit Gottschalk darüber gesprochen, aber das würde mich interessieren. Ihnen sagen, was das war. Also natürlich war ich Fan, natürlich war ich Teenager, natürlich war Thomas Gottschalk der Lichtblick im Bayernland. Und also der hat eine Sendung angefangen wie folgt. Also 8 Uhr ging es los, Pop nach 8 und man saß am Radio und dann spielt der Led Zeppelin. Whole Lotta Love. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das ist einfach Gitarrenkrach für die Ohren meines Vaters damals gewesen. Es ist einfach laut, es ist heftig und er hat es komplett gespielt. Und dann war seine erste Begrüßung so, jetzt sind wir unter uns, alle anderen haben abgeschaltet, schönen Abend jetzt und dann ging's los. Und das war wirklich wie so eine eingeschworene Gemeinschaft. Wir haben gedacht, also diese Zitterbayern, also die traditionellen und Jodelbayern, die waren dann alle weg und dann war man so unter sich. Und das war die große Qualität und abgesehen davon ist wirklich Thomas Gottschalk einer der, glaube ich, also seltenen Talente, Sie gehören wahrscheinlich auch dazu, aber Sie haben sich entschieden für die Politik, da kann man das nicht so ausspielen, der einfach, egal wo er steht, an die Bühne vorne hingeht und einen ganzen Saal, egal wie viel da sitzen, und da können 50.000 sitzen, in der Hand hat. Der konnte einfach wie kein zweiter sprachlich, witzig, pointiert, ohne Angst sein, das war toll. Barbara Schöneberger ist die Einzige, die ich im Moment sehe, die so dahin geht. Günther Jauch ist fast schon zu ernst. Ja, der Redaktionsleiter war ja Günther Jauch und die hatte ich beide nacheinander. Und da habe ich erst Gottschalk befragt und danach Jauch. Zusammen ist auch gut. Ja, aber das ging, kann ich auch gar nicht, das würde mich ja überfordern, das können Sie. Aber ich kann immer nur eine Person. Aber wissen Sie, und da passierte Folgendes, dass der Gottschalk erzählte, dass der Jauch zu ihm sagte, du musst unbedingt den Schewardnadze zitieren. Der hat das und das gesagt, das ist wichtig, auch für die jungen Leute. Und dann sagte Gottschalk, ja, mach ich. Dann ging er rein und sein erster Satz war dann, sag mal, will einer von euch Schewardnadze heißen? Das war's, ja. Und Jauch war empört. Ja. Nein, also ich fand den großartig. Und abgesehen davon hat er einfach die Musik gespielt, die wir gerne gehört haben. Das kommt natürlich hinzu. Das kommt Wie kam es hinzu. Eigentlich, dass Sie schon vor der Ausbildung freie Mitarbeiterin beim Bayerischen Rundfunk Habe ich Bayern Ihnen 2 eben wurden erzählt. Und wirklich
Ja, und ach so, das heißt, dass Sie durch die Bewerbung dort schon anfangen? Die haben mich einfach genommen und dann war ich auf Sendung, drei Monate nach dem Abitur. Und Sie moderierten doch die Sendung Rocklock? Rocklock, ganz genau. Das ging aber nicht um den Rock, sondern um die Musik, nämlich. War das jetzt sexistisch, oder? Ja. Nee, worum ging es in der Sendung? Ja, um Rockmusik natürlich. Und also halt, quatschen. Ja, also nein, es waren keine Gäste im Studio, sondern das war eine Sendung auf Bayern 2. Also Bayern 3 war das populäre Programm, auf Bayern 2 konnte man bei allen möglichen anderen Sachen machen, Underground-Musik, Sachen, die sonst keiner hörte. Und ich hatte dann einfach, ehe es mich versah, ab Herbst 85, einmal die Woche eine solche Sendung und da konnte ich Platten aussuchen, konnte mir überlegen, was ich dazu erzähle. Das ist ein bisschen wie Radio 1, und also Musikjournalismus, und ich konnte dann mal rausgehen, Interviews führen mit Musikern, aber ich saß in meinem Studio alleine mit einem Plattenspieler noch und einem Tontechniker auf der anderen Seite der Glasscheibe und habe dann meine ersten Sendungen moderiert. Und dann habe ich eben 2 Jahre das gemacht, habe dann alles angenommen, was ich an Jobs kriegen konnte, Stadtzeitung, Wochenendprogramm schreiben, dann durfte ich die ersten Konzerte, Kritiken schreiben in München und dann habe ich mich beworben auf der Journalistenschule, Berufsausbildung, Intensivkurs, 18 Monate, das hat mich dann auch nach Berlin gebracht fürs Praktikum und dann war ich ausgebildete Journalistin, das ist alles, was ich an Ausbildung habe. Sie ich weiß, das aber drei Sie Tage, als Doktor drei Tage der Kommunikationswissenschaften an der Stimmt. Uni in München studiert. Das ist ich wahr. Wollte wissen, ob diese lange Ausbildung von 3 Tagen für die Kommunikation bis heute ausreicht. Was haben Sie dann an diesen 3 Tagen Ihnen erfahren? Ich sage Ihnen was, wenn ich noch einen Tag länger geblieben wäre, hätte ich verlernt zu reden. Das ist meine feste Überzeugung. War das so schlimm, ja? Ich wollte Journalistin werden und dann war ich aber zu spät, um mich anzumelden. Numerus Clausus, ich hätte ihn zwar gehabt, aber ich habe mich einfach zu spät angemeldet. Jetzt fuhr ich ja nicht nach Jamaika, wo ich eigentlich nach dem Abitur hin wollte. Ich weiß, es ist heute wieder umwog, aus anderen Gründen, aber und dann war ich halt in München und dann dachte ich, ja gut, jetzt bin ich schon hier, jetzt kann ich auch studieren. War aber zu spät für Journalismus, dachte, Kommunikationswissenschaften klingt wie Journalismus, es ist das glatte Gegenteil. Also sie lernen, also schon die ersten Texte, die man bekam in den ersten Tagen, waren Texte, die eigentlich unverständlich waren. Das waren Sätze, die gingen über die ganze Seite, ohne Punkt. Und am Ende kam dann raus, es wurde beschrieben, der Vorgang, eine Person kommuniziert mit der anderen. Dann dachte ich, also das kann es nicht sein. Und wenn ich noch länger da bleibe, dann werde ich verlernen, wie man frei spricht oder wie man versucht zu formulieren und gut zu formulieren. Und ich werde verlernen, mit Menschen in Interaktion zu treten. Und dann bin ich hingegangen und habe mich da nach 3 Tagen exmatrikuliert. Ich habe gedacht, Sie haben das ist dann es ja nicht. Journalistik studiert. Sie finden, studiert, es war ungenügend, oder? Was mich, nö, ich finde völlig Sie, ausreichend, missachten die 3 Tage. Sie nicht Akademiker? Ich ahnte das ja. Was mich interessiert ist, was studiert man, wenn man Journalistik studiert? Ist Journalistik. Da Literatur dabei, ist da Geschichte dabei, Musik? Fragen Sie mich, fragen Sie die Falsche, ich habe es ja nicht studiert. Doch, von 87 bis 89. Wie nannte sich denn das? Das ist die Journalistenschule. Ja. Das erwähnte ich gerade, ist eine Berufsausbildung. Sowas wie das, was Sie gemacht haben bei VIB also Rinderzucht. Aber wie sieht die Berufsausbildung aus? Nee, ernsthaft, aus? Aber Sie haben ein Handwerk gelernt, ich auch. Also was man da lernte, war das Handwerk. Das war heißt, einfach wirklich, nicht also, Geschichte. Nein, das war, man hat gelernt, man hat angefangen, Zeitung, Magazin, Fernsehen, Rundfunk und es ist im Prinzip so, man lernte mit Messer und Gabel zu arbeiten und das ist das Handwerkszeug, das ein Journalist mitbekommt. Natürlich haben wir über Ethik im Journalismus geredet, aber vor allem war es eine Handwerk, so eine Berufsausbildung, die sehr, ein Training on the Job, wie man heute sagen würde. Das heißt, Sie haben dann Interviews geführt? Genau, wir haben Zeitungen gemacht, wir haben Kommentare geschrieben, wir haben Meldungen fabriziert, wir haben Dossiers erarbeitet, wir haben ein Magazin gestaltet. Wir haben dann eben in der Rundfunkausbildung gelernt, wie man mit Tonaufnahmen umgeht, wie man schneidet, haben ein bisschen Fernsehausbildung gemacht und am Ende eben hatte man so in alles ein bisschen reingeguckt. Und das Gute war, es waren 15 Leute, die ausgebildet werden, jedes Jahr. Es war eine Elite-Schule, da haben sich 300 drauf beworben und man musste einen Test machen und dann wurden die besten 15 wurden genommen. Und die sind, aus denen ist meistens auch was geworden. Der Jauch zum Beispiel hat genau dieselbe Ausbildung gemacht, 10 Jahre vorher. Und die Leute, die damals Chefredakteure waren, die waren unsere Dozenten. Das heißt also, nicht nur haben wir wirklich sehr schnell sehr viel Praxis gelernt, sondern die haben uns dann auch gesehen. Und so war es dann auch bei mir kein Zufall, dass ich direkt nach der Ausbildung gefragt wurde, ob ich eine Sendung moderieren möchte, weil die kannten mich schon. Und noch während Ihrer Ausbildung?
Sagen Sie mal, nichts mit Studio. Das Publikum erwartet irgendwann eine Pause, ne? Ja, das kommt schon. Ich bin hier für die Pause zuständig, ausnahmsweise. Ja, aber das ist, wo haben Sie denn eine Uhr stecken? Weil ich habe ja, bei mir ist es ja sklavisch im Fernsehen. Und da gucken Sie ab und zu drauf? Mache ich, ja. Wenn Sie es nicht merken, allerdings. Ich habe noch nichts gesehen. Wenn Sie sich mal Ihren Kopf drehen zum Publikum hin. Das nutze ich sofort aus. Also, in Wirklichkeit steht es auf einer Karte dran. So, also, Sie sind dann aber schon während der Ausbildung zu Tele 5 gekommen, ja, und haben dort moderiert, und zwar Mensch-Mädchen war das eine und Sexy Night das andere. Das möchte man aber bitte wissen. Was war das eine und was war das andere? Ich glaube, es ist Pause, oder? Nein. Was war der Mensch-Mädchen? Nein, also erstens habe ich habe damals, damit ich die Ausbildung machen konnte, musste ich meine Sendung im Radio aufgeben, weil die war tagsüber. Tagsüber, ja, war Schule. Ja. Also habe ich mir einen Job gesucht, der abends oder nachts war. Und da fand sich eben, Tele 5 war damals der erste Privatsender in München. Und die suchten Leute, die nachts die Nachtschicht übernahmen, die Nachrichten für den nächsten Tag zu schneiden. In Wahrheit haben wir CNN-Beiträge raubkopiert, haben die neu geschnitten, neu getextet und haben damit die Nachrichtensendungen des nächsten Tages bestückt. Das war total schräg, weil was Sie da nachts bei CNN gesehen haben, weiß ich nicht, die Python in Alaska hat irgendjemand aufgegessen. Das haben wir dann einfach gnadenlos neu geschnitten und haben das dann als einen Nachrichtenbeitrag des nächsten Tages verkauft. Das war das, was ich gemacht hatte, und dann hat mich da jemand gesehen und hat gesagt, eigentlich bist du für nachts einfach zu hübsch, willst du nicht mal ein Casting machen vor die Kamera? Dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Und dann haben sie mich gecastet, wie man so schön sagt. Und dann war Mensch-Mädchen eine Sendung, die sich an junge Mädchen gerichtet hat. Da haben wir alles besprochen von, weiß ich nicht, monatlichen Problemen, die Frauen nur haben, bis hin zu Frisuren, Nagellack, ja, Kleidung. Das war so nicht meins, aber so ein bisschen politischer wurde es auch, aber es war eher so das, was Mädchen interessieren könnte in ihrem Alltag. Das habe ich dann einmal die Woche eine Stunde lang moderiert. Inhaltlich war es nie so dolle, aber es hat mir geholfen, mich vor der Kamera zu bewegen, und es hat kein Mensch gesehen. Und Sexy Night? Die Sexy Night. Ja. Wie alt waren Sie damals? Da war ich... War das jetzt sexistisch? Weiß ich nicht, oder? Nein. Wie alt war ich damals? Ich war sowas um... Das hat immer mich ja nicht Sexy Night moderiert, sondern Sie. 22. Das ist schon ein Unterschied. 22. Okay, das ist eine blöde Geschichte. Es ist, ich hatte damals einen Chef, den ich eigentlich mochte, den habe ich dann danach beschimpft und habe gesagt, er sei ein kleines Stückchen dampfende Scheiße, und das war, kam gar nicht so gut an. Es war in Wahrheit so, Tele 5 hatte eingekauft einen Film, Die Geschichte der O. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal was gehört Nein. haben. Das war so ein, ich glaube, so ein, heute würde man sagen Softporno, keine Ahnung. Dann hat Ihnen irgendjemand am Tag der Ausstrahlung gesagt, der steht auf dem Index. Und dann sagte der Chef, Index, was ist denn das? Also jedenfalls hatten die ein Sendeloch von anderthalb Stunden. Die Sache war aber schon in Zeitungen. Und dann haben sie gefragt, komm, wir machen eine Sendung und dann fragen wir mal, was ist denn der Index und warum darf man eigentlich solche Sachen nicht senden? Und dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann fand ich mich in diesem Studio wieder, die Studiotür wurde von außen zugeschlossen, ich hatte einen Co-Moderator. Es waren plötzlich irgendwelche Playboy-Bunnies da, also mit Hasenöhrchen und oberkörperfrei fast, also bis hier. Und ich habe dann versucht, mit dem Justiziar ein ernsthaftes Interview darüber zu führen, warum man die Geschichte der O nicht senden kann, aber ständig sprangen Playboy-Bunnies durchs Bild. Und mein Co-Moderator hatte so eine kleine Handkamera und lief dann immer so hinterher und filmte, also es war grauenhaft. Und ich guckte mal zur Studiotür, die war aber fest verschlossen. Und ich kam nicht raus. Und ich hatte wirklich auch noch Jahre danach einen Albtraum. Die Studiotür schließt sich und ich bin wieder da. Und dann tauchte plötzlich Roberto Blanco auf. Nicht im Traum, sondern im Ernst. Den hatte irgendjemand, das war in Schwabing, und der lief dann irgendwie draußen irgendwo auf dem Trottoir und irgendjemand sagt, ach, das ist doch der, ja, rein damit, einfach die Studiotür auf, Roberto Blanco rein, da war der auch noch da. Und ich war völlig unvorbereitet und ich dachte, diese anderthalb Stunden... Kann man die Sendung sich noch irgendwo ansehen? Ich hoffe, nein. Aber ich werde heute, ja, soll ich Ihnen was sagen, ich werde nur von Männern darauf angesprochen. Ist das nicht komisch? Ja, das ist bei Frauen die Frage peinlich, ist mir nicht. Ja. Was sagt das über Männer, Herr Giesen? Ja, na, müssen wir später drüber nachdenken. Aber Sie haben sonst, dann Ihre Praktika gemacht so bei Springers schnell. Bild und bei Springers Morgenpost. Und das interessiert mich, weil Sie doch Wallraff gelesen hatten. Ja, eben. Das heißt, Sie wollten das auch kennenlernen. Ich wollte wissen, ob es so ist, wie Wallraff es beschrieben hat. Und das Praktikum bei der Bild hier in Berlin hat außer mir keiner gewollt.
Die wollten alle zur FAZ und zur Zeit und zur Süddeutschen und keiner wollte zur Bild Berlin. Und ich wusste, ich gehe nicht in den schreibenden Journalismus, also kann ich mir das auch angucken. Kam 87 nach Berlin, da stand die Mauer noch und von diesem goldenen Hochhaus konnte man immer runtergucken in diesen Todesstreifen und die Fokus sehen und die Hasen und rüberschauen in die DDR. Und das war der Blick nach draußen und der Blick nach drinnen war grauenhaft. Also waren wirklich die Besten, die da waren, waren Zyniker, also die einfach genau wussten, was sie da taten. Und also was ich eigentlich am bedrückendsten fand, waren nicht die politischen Geschichten, sondern dass die Bild-Zeitung, das hat sie ja bis heute, aber damals war es noch völlig ungebremst, die Macht hatte, irgendwelche kleinen Leute durch irgendeine so eine kleine Enthüllungsgeschichte halt für den Rest ihres Lebens letztlich rauszukatapultieren aus dem Job, aus der Nachbarschaft und all das. Also die haben einfach Leute fertig gemacht und nach anderthalb Monaten wusste ich dann, wo der Hase läuft in diesem Fall, in dem Todesstreifen da oben in dem 10. Stock und habe mich beworben, ob die mich nicht bei der Morgenpost nehmen wollen. Die war 2 Etagen tiefer, eigentlich hätte ich 3 Monate bei Bild bleiben müssen sollen und ich dachte, nö, ach, jetzt weiß ich, wie es läuft. Und dann hat die Morgenpost mich aufgenommen für den Rest der Zeit. Können Sie sich oder mir erklären, warum Linke nicht in der Lage sind, eine Boulevardzeitung zu machen? Also mit einem anderen Inhalt. Dafür sind Rechte nicht in der Lage, gutes Kabarett zu tun. Vielleicht hängt das eine mit dem anderen zusammen. Haben Sie mal einen guten rechten Kabarettisten erlebt? Nein, nie. Sehen Sie? Also Kabarett ist fast immer. So, die Rechten können Boulevard, links. Die Linken können Kabarett. Und aber ich dachte, beim Boulevard liegt es daran, dass die Linken nicht vereinfachen können. Das haben Sie mir mal gesagt. Wir haben ja mal ein Gespräch geführt mit, Sie waren mit Herrn Haider zusammen in Wien. Ich weiß. 1992 oder sowas. Und danach war es so, dass der Haider kam immer da raus, irgendwie mit seinen einfachen Antworten. Und dann haben sie mir gesagt, ja, das rechts ist halt immer einfach und links ist kompliziert. Kann sein. Aber das Beste, was ich in der Bild-Zeitung tatsächlich, wenn ich überhaupt was gelernt habe, dann war es der Versuch, in einer Zeile oder auch in einer kurzen Überschrift das Richtige zu sagen und trotzdem wahr zu bleiben. Wenn Sie das können, können Sie, glaube ich, eine ganze Menge. Ich glaube nicht, dass ich das kann, aber ich hatte auch nie ein Praktikum bei der Bild-Zeitung. Ich war nur einmal für 7 Minuten da, wie heißt das immer, man bespricht dann die Zeitung. Sie haben eine Manöverkritik gemacht. Manöverkritik, ja. Blattkritik, Entschuldigung. Blattkritik, so heißt das, richtig. Sollte ich den besten Artikel sagen und den schlechtesten? Das letzte war einfach, das erste war schwierig. Mhm. Aber in welchem Jahr befinden wir uns? Das war jetzt. Achso. 2017, glaube ich, oder 16. Also ist ja schon so, eine Frau als Chefredakteurin, ne? Es war noch der Alte. Also dann war es 2016, ja. Hm. Und das war auch ganz schön, weil ich dann zum Schluss fragte, ob Sie wissen wollen, wann ich die Bild-Zeitung lese und was ich an ihr am besten finde. Das war vor oder nach den nach Frauen dem, auf nach, der nachdem Seite ich alles 1. schon erledigt hatte. Also, und dann war es eben noch der Diekmann und so weiter. Und da sage ich, das kann ich Ihnen sagen, im Urlaub lese ich die Bild-Zeitung. Weil für mich Urlaub damit beginnt, dass ich weder die FAZ noch die Süddeutsche noch das Neue Deutschland noch die Berliner Zeitung, all das lese ich nicht. Und wenn etwas Wichtiges passiert, also zum Beispiel ich sterbe, erfahre ich das ja auch von der Seite 5 der Bild-Zeitung, sagte ich. Und, ja, aber bei mir ist genau umgekehrt. Ich lese die Bild eben im Urlaub nicht. Ja. Und zwar, weil ich es mir dann leisten kann, nicht zu wissen, was sie... Wobei, es hat ein bisschen nachgelassen. Also früher musste man wissen, was in der Bild steht. Das ist ein bisschen weniger. Stimmt, ja. Aber man musste es aber wissen. Und im Urlaub habe ich gedacht, nur jetzt nicht mehr. Auch gesagt, was ich an der Bild-Zeitung liebe dann. Na? Und da haben sie mich auch angerufen, sage ich, das Kreuzworträtsel, weil das das Einzige ist, das ich vollständig lösen kann. Alles klar. Und das war auch nett zu sehen. Die Hälfte fand das witzig, die andere Hälfte nicht so richtig. Also. Nein, also ich meine, es ist, es gibt ein paar wirklich gute Leute, finde ich. Also mittlerweile hat es sich sowieso so ein bisschen abgeschliffen. Aber ich glaube, dass das eigentliche Problem ist einfach immer, wenn eine Zeitung so groß ist, und dann einfach die Macht hat, mit so einer Riesenschlagzeile zu agieren. Ob das Politik oder eben dann die einfachen Leute betrifft, das ist irgendwie nicht gesund, finde ich. Aber gut, das wird gekauft.
Sie kam, so viel. Ja, sie kam dann zum Bayerischen Rundfunk, das heißt zum Fernsehen. Wir müssen jetzt und, Pause, oder? Nein, nur warten Sie doch mal. Immer schön. Sie, das kennen Sie nicht, dass man so viel gefragt wird. Sie müssen sich heute daran gewöhnen. Und da moderierten Sie live aus dem Schlachthof. Was mich interessiert ist, war das der Schlachthof, wo auch später Pelzig... Das ist genau derselbe Schlachthof, ja. Das ist das Wirtshaus im Schlachthof, so heißt es. Und die Sendung hieß vorher Live aus dem Alabama, war legendär. Das war eine ganz freche Jugendsendung im Bayerischen Rundfunk. Live, immer live. Und da hat man, da weiß ich nicht, da sind Leute mal gekommen und haben demonstriert. Und es war immer was los da. Und dann zog sie um eben in das Wirtshaus im Schlachthof. Und das war einfach eine interessante Arbeitsatmosphäre, weil sie wirklich im Wirtshaus drinnen dann diese Sendung gemacht haben. Das habe ich 2 Jahre lang gemacht dann. Sie waren zum Schluss Ihrer Tätigkeit beim Bayerischen Fernsehen Chefin vom Dienst. Im Radio, Vorsicht. Also im Radio. Was hat eine Chefin vom Dienst zu entscheiden? Ich habe im Radio dann aufgehört, Musiksendungen zu machen, sondern bin ins aktuelle Programm gewechselt. Zeitfunk nennt sich das dann, weil ich irgendwann mal dann politischer und dann auch aktueller wurde. Und dann das Wichtigste im Radio ist die Morgensendung. Das ist der Moment, wo sie am meisten Zuhörer haben, von 6 bis 9. Die habe ich mal moderiert, mal habe ich sie vorbereitet. Und als Chefin von Dienst, wenn Sie das machen dann in der Woche, entscheiden Sie im Prinzip mit den Kollegen, aber dann am Ende haben Sie das letzte Wort, was in den 3 Stunden am Morgen des nächsten Tages reinkommt und was nicht. Da gibt es eine lange Liste Korrespondentenberichte, die eben aus unterschiedlichsten Ecken der Welt berichten. Und dann sind Sie derjenige oder diejenige, die sagt, also den Beitrag und den und den und den und die anderen dann nicht. Das ist die Funktion. Wenn dann morgens plötzlich ein Riesenunglück passiert und man muss darüber berichten. Dann schmeißen Sie alles über den Haufen und machen eine neue Sendung, klar. Und das entscheidet dann? Der Chef vom Dienst oder die Chefin vom Dienst, genau. Aber das sind dann nicht Sie, das ist dann... Doch, das wäre dann in dem Moment dann ich. Also es gibt den Chefredakteur, dann gibt es den Redaktionsleiter und dann gibt es eben für die tägliche Arbeit immer die CVDs, Chef vom Dienst. Das war ich aber nicht lang und dann bin ich nach Hamburg, blöderweise. 1991 gingen Sie zum Talk im Turm zu Erich Böhme und hofften von ihm zu lernen. Nee, das war für Sie beides nicht. Er kam zu mir und ich war mir nicht sicher, ob ich von ihm was lerne. Ja, darauf wollte ich ja noch hinaus. Aber Sie haben mal gesagt, Sie dachten, Helmut Schmidt dass Sie hat jetzt Handwerk gesagt, die Präposition Ihrer Frage ist schon falsch. Ja. Gut, trotzdem, nochmal. Ja. Also, Sie gingen zu ihm, nachdem er Sie schwer darum gebeten hatte. Ich war schon da, er kam zu mir. Das wollte ich gerade versuchen zu signalisieren. Ich war zuerst da. Ach, Sie waren vor ihm da? Ja. Und hatten Sie denn, warum haben Sie ihn sich denn dann geholt? Weil ich habe ihn mir nicht freiwillig geholt. Ich war schon da und moderierte mit Gero von Böhm und dann kam jemand auf die Idee, dass Erich Böhme auch dazu sollte. Und dann war ich jede Woche da und die Herren wechselten sich ab. Wir sind uns da auch zum ersten Mal begegnet, 91. Ja. Und trotzdem hat er Sie... Jetzt hat er nicht gefragt, wie alt waren Sie da? Nein. Immerhin. Sie sind übrigens bei Ihren Antworten ziemlich frech. Wenn ich so frech wäre bei Ihnen im Fernsehen, dann würden Sie mich zurechtstutzen. Aber mal abgesehen davon, dass trotzdem das haben Sie gehofft, von dass Sie von kommt, Ihnen... Echt, nein, ich dachte, ich Sie loben jetzt meine mich Frage jetzt auf, wenn Sie nicht wollen. Und zwar hatten Sie gehofft, dass Sie von ihm auch handwerklich vielleicht was lernen, aber er hat sich Ihnen gegenüber ja verweigert und Sie bekamen dann auch schlechte Berichte. Das war ein richtiges Misserfolgserlebnis. Erstens wollte ich gerne wissen, warum Ihr Verhältnis nicht stimmte und zweitens, wie baut man sich danach wieder auf? Also erstens, mein Verhältnis zu ihm stimmte. Also wir waren tatsächlich auch schon zu Talk im Turm Zeiten befreundet. Das glaubt uns zwar keiner, aber es war so, weil der Erich war ein wirklich kluger, wahnsinnig netter Zeitgenosse, der unheimlich viel wusste. Er war 66 Jahre, er hatte gerade 20 Jahre Spiegel-Chefredaktion gemacht. Ich sollte das jüngere Publikum interessieren. Das jüngere Publikum war nicht da und die älteren Menschen bei mir in der Runde interessierten sich auch nicht für meine Fragen. Das war eigentlich das eigentliche Problem dieser Sendung und meins, dass ich Gäste da sitzen hatte, die halt alle mit Erich Böhme reden wollten und mit der jungen Frau, die da aufsaß, in Wahrheit gar nichts anfangen konnten. Das konnte ich nicht gewinnen. Aber ich habe es dann ein Jahr lang versucht. Er hat nichts getan, um mich zu retten, aber er hätte es auch nicht gekonnt. Also Gero von Böhm, der ja alle 14 Tage neben mir auch moderierte, der war wahnsinnig bemüht, mich ins Spiel reinzuziehen.
Aber dem ist es auch nicht gelungen. Das war einfach die falsche Sendung. Das war für mich dann die richtige Sendung, weil ich habe unheimlich viel gelernt. Aber es war vom Erfolg her die falsche Sendung zur falschen Zeit. Ich war zu jung und konnte mit den Themen und den Gästen einfach zu wenig anfangen. Aber ich habe unheimlich viel über politische Kommunikation im Fernsehen gelernt. Zum Beispiel, dass sich Menschen während der Sendung siezen und nach der Sendung trinken sie einen Wein miteinander, klopfen sich auf die Schulter, duzen sich und freuen sich, dass sie es gerade mal wieder irgendwie öffentlich über die Bühne gebracht haben. Lauter so Sachen, die wir beide ja kennen. Und das war für mich dann in dem Moment wirklich doch eine Erleuchtung. Und dienstags kamen immer die Kritiken in der Zeitung, da stand immer, ich sei eine hohle Nuss, hätte von nichts eine Ahnung und überhaupt ein Totalversagen im Fernsehen. Das war nicht so lustig. Zumal ich ja wieder Dienstagmorgen bei den Kollegen des Zeitfunks im Radio saß und dann wieder meine Schicht fuhr. Und die fanden das natürlich auch alle, die älteren Herren vor allem, ganz toll, so eine junge Frau dann scheitern zu sehen. Aber ein Jahr lang war gut und danach habe ich halt weitergemacht. Ich habe einfach weitergearbeitet, konnte dann zur Premiere gehen, hatte eine tägliche Interviewsendung, meine erste. Und habe so langsam gemerkt, ach doch, du kannst doch was. Also das, was die in den Zeitungen geschrieben haben, das stimmte nicht. Denn dann auch, wenn man das so liest, dass man das nicht kann und ja, klar, natürlich. Völlig verunsichert? Also, ich war natürlich völlig verunsichert. Ich war sehr jung und dachte, die haben bestimmt recht. Gab es da jemanden, der ihnen geholfen hat, sich wieder aufzubauen? Ja, ich hatte einen Freund zu der Zeit auch und ich weiß nicht, ich habe einfach, es war die Arbeit. Dadurch, dass ich dann auch in meinem Radio noch 3 Tage die Woche abgerissen habe und auch noch Interviews geführt habe für andere Zeitungen, habe ich mich dann immer, also ich bin gar nie in so ein tiefes Loch gefallen, weil ich dazu überhaupt gar keine Zeit hatte und dann hilft es einem dann auch weiterzugehen. Sie haben sich übrigens später einmal an ihm gerecht, erzählen Sie uns mal wie. Habe ich? Nö. Ja, natürlich. Sie haben gesagt, also im Böhmer-Alter werde ich nicht vor der Kamera stehen. Das ist doch eine kleine Rache. Ne? Weiß ich nicht. Fand das witzig wenigstens? Ich komme so langsam an das Alter ran jetzt, oder? Ja. Fand er das witzig? Weiß ich nicht. Ich kann Ihnen er sagen, wusste, er hat selber immer gesagt, das ist ein alter Esel und eine junge Gans geht nicht zusammen. Das war ein schönes Bild für uns beide. Das stimmt, ja. ich wollte. Jetzt ist aber Pause, verdammt nochmal. Ja. Also. Ich wollte ja bloß so wissen, das Bild war schön, habe ich ja nur gesagt. Ich habe immer gedacht, Sie sind charmant, das sind Sie gar nicht, wenn Sie nein, Fragen stellen. Nein, das ist, es gibt so viele Irrtümer über mich. Also, aber was man sagen kann, Sie blieben danach trotzdem befreundet. Wir waren wirklich enge Freunde. Ja. Er hatte den besten Weinkeller der Stadt. Kann man einfach so sagen. Und er war nie langweilig. Er hatte immer einen guten Blick, finde ich, auf Politik und auf das, was passiert. Er war übrigens als Moderator eine Katastrophe. So viel zu dem, ich wollte was von dem lernen. Der war als Chefredakteur vom Spiegel grandios. Als Moderator, der hatte immer zum Beispiel diese Keule da, der hat immer so rumgeholt. Und hat immer was verstanden. Und so. Der konnte eigentlich nicht geradeaus in die Kamera reden. Die Brille auf- und absetzen. Ja, deswegen trage ich jetzt Kontaktlinsen in der Sendung, damit ich nicht das auch noch mache. Und aber er hatte einfach einen klaren, und das war auch interessant, er hatte einen klaren Blick auf die Themen. Also damals war der Krieg zwischen Iran und Irak. Und der war einfach in der Lage, Stunde Sendung, das Thema einfach in 5 Fragen aufzuschlüsseln. Und das muss man erst mal können. Das ist ja die große, das ist ja das, was wir jede Woche auch versuchen, ein Thema, ein großes Thema zu haben und dann zu wissen, was sind die wichtigsten Aspekte, welche Fragen stellst du wem und in welcher Reihenfolge und was machst du, wenn die Leute alle ganz anders antworten, als du dir das vorher gedacht hast. Das konnte man doch lernen. Ich hatte ein schönes Erlebnis bei Erich Böhm und zwar war das folgendes, dass der Augstein für den Spiegel da saß. Und der Aust für den Spiegel da saß und Markwort für Fokus. Und das Fokus war noch neu. Und es ging um die Frage, was moderne, was ich die da sollte als Dritter, habe ich gar nicht verstanden. Mhm. Aber ich saß da auch rum. Und die beiden duellierten sich immer. Und der Markwort sagt, wir sind viel kürzer, straffer, moderner und so. Fakten, und dann, Fakten, ja, Fakten. So ungefähr. Ja. Und dann sagte der Erich Böhm, ja, Herr Gysium, was sagen Sie dazu? So. Und dann sagte ich, also ich finde, dass Herr Markwort recht hat. Also sein Fokus ist wirklich moderner. Zumindest, wenn man unter modern oberflächlich versteht. Und was das Gemeine war, war Folgendes, dass die Kamera auf ihn zeigte, was ich natürlich nicht wusste. Oh, dann und, hat man seine und, Trauer. Und er nickte, nachdem ich das sagte, und dann machte er so. Und dann schrieb die Welt, das war der netteste Satz, den die Welt je über mich geschrieben hat, am nächsten Tag, Herr Markwort, bei Gysi nie zu früh nicken, immer noch den Nachsatz abwarten. Das fand ich ganz nett.
kann man lernen. So, aber sie wechselten dann zum Privatsender Premiere und entwickelten sich, das muss man jetzt sagen, das sage ich auch so, weil es stimmt, zu einer der profiliertesten Politjournalistin. Das ist gerade dort passiert und dann auch bei Vox und so weiter. Da haben Sie ja TV-Interviews gemacht etc. Wann haben Sie denn gemerkt, was eigentlich wirklich Ihre Spezialität ist? Zum Beispiel die Befragung von Leuten, die Aufdröselung von Themen etc. Kam das eher zufällig? Was glauben Sie? Ich weiß nicht. Ich glaube immer, man macht irgendwas und plötzlich merkt man, das liegt einem. Aha. Oder so. Man macht was anderes, wo man sagt, irgendwie komme ich damit nicht klar. Genau so war es. Nein, Fragen stellen konnte ich immer. Und ich habe gedacht, als ich Journalistin wurde, ich stelle so viele Fragen, am Ende kann ich auch Antworten geben. Das habe ich nach 30 Jahren jetzt gelernt. Das geht so nicht. Also um Antworten zu geben, muss man dann doch ein bisschen mehr studiert haben, glaube ich tatsächlich. Oder sich tatsächlich dann auf Themen, also ich kann Antworten geben, wenn es um Journalismus geht. Aber nicht über die nicht bei den Themen, die ich behandle. Dazu ist das Fragestellen zu unpräzise. Aber das Fragestellen an sich ist etwas, was mir sehr liegt. Und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Ich habe immer eine Frage. Ich habe an die unmöglichsten Menschen Fragen. Mein Mann geht mit mir schon gar nicht mehr irgendwo über die Straße, weil er immer schon weiß, dass da irgendjemand über die Straße geht, den ich dann gleich was fragen werde. Das findet er manchmal peinlich. Das können Sie verstehen, ne? Das kann ich sehr gut verstehen. Also Ihren Mann kann ich auch sehr gut verstehen. Was, dass er mich geheiratet hat, hoffe ich doch jetzt mal. Können Sie mal einmal ein Kompliment machen oder so? Sie kriegen noch ein Kompliment. Ich hatte Sie gerade als eine der profiliertesten Politikjournalistinnen bezeichnet. Das ist doch wohl ein Kompliment, oder? Das habe ich gerade nicht gehört. Was hat Sie denn, das stimmt, was hat Sie denn eigentlich, können Sie uns das kurz erläutern, was interessiert Sie A an Politik und B an Politikerinnen und Politiker? Oder interessieren die Letzteren sich nicht, sondern Sie brauchen sie, weil sie eben politische Themen behandeln? Nee, das ist, manchmal ist es umgekehrt der Fall. Der Mensch interessiert mich mehr als die Themen, die er so vorbringt. Ich finde immer die Mischung interessant bei einem Politiker. Also das Verhältnis, was tut er für die Sache und was tut er für sich? Das ist ja sehr unterschiedlich, kann man wohl sagen, wie Sie wissen. Und mich interessiert Politik deshalb, weil es einfach letztlich, es ist die Beobachtung der Gegenwart, die Beobachtung dessen, was um uns herum passiert und der Versuch, dem Lauf etwas zu verändern. Das ist für mich Politik und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man sich dafür nicht interessiert. Das ist mir völlig unverständlich, dass es Menschen gibt, die sagen, ist ja eh egal. Das ist es eben gerade nicht. Dass es manchmal sehr weit weg von einem ist, das stimmt wohl, aber an sich ist es sozusagen, es sind die Leitplanken, es sind die Grundsätze der Gesellschaft, in der wir leben. Ich habe einen Mann, der aus Prag kommt. Der ist aufgewachsen in einer Diktatur und der, mit dem rede ich sehr viel darüber, wo der Unterschied ist in einer Gesellschaft, in der man eben bestimmte Grenzen gesetzt bekommt von Politik. Ja. Und das habe ich ja nie erlebt. Und deswegen bin ich doch sehr daran interessiert zu sehen, wo die Grenzen sein könnten, die Politik einem setzt oder wo die Tore sind, die sie aufmacht. Sie haben das jetzt schon davor kurz angedeutet, aber es würde mich auch interessieren, warum Sie nie selbst in die Politik gehen wollten. Und Sie sagen, es gibt so politische Felder, da sind Sie meinungslos, Beispiel Palästina, Israel. Ich habe aufgehört, mit meinem Mann darüber zu streiten. Das heißt nicht, dass ich, das Problem ist, wir haben beide eine dezidierte Meinung, deswegen reden wir darüber nicht mehr. Und ich habe gelernt, dass es Konflikte gibt, die sind so kompliziert, dass ich mir einfach nicht mehr anmaße mit meinem kleinen, und auch wenn ich einmal im Jahr in Israel bin und da mit allen möglichen Menschen rede, maße ich mir trotzdem nicht an zu bestimmen, wer da jetzt Recht hat oder wer nicht. Es ist total verfahren, gerade jetzt wieder. Und man kann sich, ich weiß einfach offensichtlich zu wenig, um zu wissen, was da genau vor sich geht. Und deswegen sage ich öffentlich dazu meine Meinung nicht, weil ich finde, wenn man eine Meinung äußert, öffentlich, im Freundeskreis ist das was anderes, aber öffentlich sollte man doch wissen, worüber man redet. Und es sollte ein bisschen so sein, dass es fundiert ist und dass andere Menschen, die das dann hören, etwas davon haben. Und das würde ich dann in diesem Falle zum Beispiel einfach mal lassen. Und ist das auch der Grund, weshalb Sie selbst nicht in die Politik gehen wollen? Das kann gut sein. Ich glaube, mein Mann wird der erste von uns beiden sein, der in die Politik geht. Und wenn ich so alt bin wie Erich Böhme, werde ich Bürgermeisterin von Berlin. Wie finden Sie das? Das stimmt. Aber
Weil das hat ja aber mit Politik auch nein, nicht so zwei, viel zu zwei tun. Dinge, ne? Zwei Dinge muss ich Ihnen dazu sagen. Bezirksbürgermeisterin könnten Sie auf gar keinen Fall werden. Da gibt es eine Altersbeschränkung. Ach so. Ja, aber beim regierenden Bürgermeister gibt es keine. Wo ist denn die und wenn Sie, ich wollte Ihnen nur sagen, wenn Sie, die ist so bei 65 und so, dann noch ein Jahr oder sowas. Und wenn Sie übrigens Bürgermeisterin von Berlin wären, dann natürlich Sie unter wieder? Der Bedingung, dass ich regierender Bürgermeister von Berlin wäre. Ach, Geschenk, Geschenk, Geschenk. Denn Bürgermeister war ich ja, aber eben nicht Regierender. Und Sie waren ja auch mal Wirtschaftssenator. Das war ich auch. Das war nicht zeitgleich. So lange. Ja, ich zeitgleich. War Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. Also ich werde regierende Bürger... Ich kenne den Lacher schon, ich habe den schon ein paar Mal gehört, aber es funktioniert immer wieder. Ja. Also wenn ich regierende Bürgermeisterin von Berlin werde, werden Sie wieder Wirtschaftssenator. Och, nee. Sie kriegen, nein, auch die, wir, Sie kriegen die Frauen auch wieder reden. Dazu. Wir Sie mal kriegen mal drüber auch das reden. Frauenressort da müssen wieder wir noch mal drüber reden. Dazu. Statt Bildung. Also, Pause. Ihr Mann arbeitet... Ich habe Hunger, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ihr Mann arbeitet als Kameramann und drei. Wie Sie sagten, stammt aus Prag. Warum haben Sie die Ehe 12 Jahre lang eigentlich verheimlicht? Haben wir doch Kinder gar nicht, wir haben es nur niemandem erzählt. Naja, das ist... Warum? Gab es da einen Grund, dass Sie dachten, das geht keinem was an? Oder? Ja, natürlich geht es auch keinem was an. Nein, mein Mann und ich haben uns kennengelernt und haben uns dann versprochen, wir heiraten. Ich wollte eigentlich nie heiraten, ich fand es so wahnsinnig spießig. Und dann habe ich ein Jahr lang recherchiert, gibt es nicht was anderes als Standesamt. Und dann kam ich irgendwann mal, war ich in Indonesien angelangt am Strand und dann dachte ich, das ist noch spießiger. Und dann haben wir doch gesagt, gut, wir heiraten, aber wir wollen, also ich finde diesen ganzen, dieses Drumherum so einfach so überflüssig. Also es, uns ging es darum, dass wir uns in die Hand versprechen, dass wir zusammenbleiben. Und zwar einfach nur uns. Und das ging ja auch nicht, weil sie brauchen ja Zeugen. Also haben wir jeweils zwei Freunde mitgenommen, also ich zwei Frauen, er zwei Männer. Und haben in Tschechien geheiratet. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe wirklich kein, also ich kann ein bisschen heute, ist aber es besser. Aber Sie konnten ein Jahr auf Tschechisch sein. Er hatte meine Hand hinter meinem Rücken gehalten und hat dann gedrückt. Und dann habe ich wie aus der Pistole geschossen und gesagt, Anno. Das heißt, ja. Richtig, ja. Und dann hat er erzählt mir ja heute noch, wozu ich alles Ja gesagt hätte. Und eheliche Pflichten, die ich gar nicht kenne und was auch immer. Und wir hatten aber auch nicht unsere Mütter eingeladen, weil das Problem ist ja, sie laden die Mütter ein, die Väter sind beide schon tot gewesen, auch schon zu der Zeit. Dann laden sie die Mütter ein, dann müssen sie die Tanten einladen und dann müssen sie die Onkel und dann müssen sie doch wieder und dann ist es, und wir wollten ja ein Fest für uns und nicht für die anderen. Und dann haben wir unseren Müttern es ein Jahr später gesagt, da waren die echt sauer, das habe ich gar nicht erwartet. Doch, das hätte, und dann das haben hätte wir, ich Ihnen gleich sagen können. Und dann haben wir... Ja, meine Mutter war eigentlich an solchen Äußerlichkeiten, dachte ich, immer nicht interessiert. War sie eben doch. Und dann haben wir es einfach, es hat uns auch nie jemand gefragt. Und dann wurde ich schwanger und dann fingen die Leute an, mich zu fragen, ob ich eigentlich verheiratet sei. Und dann habe ich der ersten Zeitung, die mich fragte, gesagt, ja, bin ich. Und dann sagt die, oh, die hat es 12 Jahre geheim gehalten. Nein, nein, es hat einfach niemand danach gefragt. 1995 waren Sie mit Ihrem Mann 8 Monate lang in der Wüste. Was mich interessiert, ist Wüste? Oder? Also zumindest sind Sie durch die Wüste auch gereist. Ja, Sie haben doch zu viel von der Bildzeitung gelernt. Das stimmt ja, nein, einfach klar. Alles gar nicht. Ich erstens, muss ja ein bisschen vereinfachen. Es war 94. Das kann sein, ja. Es war nicht nur Wüste. Aber es war auch viel Wüste. Was hat Sie an der Wüste gereizt? War das rein privat oder war das auch dienstlich? In Wahrheit war es unsere Hochzeitsreise. Wir haben dann beide unseren Job gekündigt, haben gesagt, jetzt machen wir endlich die Abiturreise, die wir beide nicht hatten. Und sind dann wirklich ein Jahr lang um die Welt gefahren, nicht ganz ein Jahr. Aber, und haben einfach ein Ticket gekauft, damals ging das irgendwie einmal um die Welt. Es kostete, glaube ich, 1.900 D-Mark. Fanden wir echt günstig für einmal um die Welt. Und dann konnte man sich überlegen, an 13 Stationen auszusteigen. Also die Flieger machen das sowieso ständig und sie durften 13 Mal aussteigen. Und dann haben wir einfach so eine... Und dann die tollste Wüste war Australien. Da haben wir uns einen Jeep gemietet, so einen Vierradantrieb und sind dann einmal quer durch alleine, was blöd war. Weil natürlich ist das Ding liegen geblieben. Also alles, was sie an giftigen Tieren haben, ist alles in Australien und alles da, wo wir natürlich waren. Und wir hatten zwar ein Funkgerät, aber es kam auch einfach keiner, um uns zu retten. Also es war ziemlich abenteuerlich. Ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal machen würde, aber es war, ich glaube, wichtiger noch als das Papier, wo drauf steht, dass wir verheiratet sind, ist diese Reise. Weil das ist doch etwas, das hält bis heute, haben Sie etwas, was so eine große Gemeinsamkeit ist. Das ist kaum zu toppen. Jetzt Pause. Da haben Sie mal ein Umweltmagazin. Jetzt Pause!
Bei RTL haben Sie mal ein Umweltmagazin moderiert, Greenpeace TV. Sind Sie stark ökologisch denkend geworden? Nee, war ich immer schon. Oder waren Sie das schon vorher? War ich immer schon. Immer schon. Ich musste das erst lernen. Ach so. Ja. Bei Ihnen war die Natur ja auch in Ordnung. Sie haben dann viele Interviews für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ja, das stimmt natürlich. Zum Beispiel an der Grenze war es völlig in Ordnung. Da kam ja keiner hin. Ja, ist bis heute noch. Heute noch so. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen gemacht und auch für eine Frauenzeitschrift. Ja, Greenpeace war ja leider bei Amica. RTL. Sind Sie Feministin und wenn ja? Und wenn ja, nein, das interessiert mich. Wie hacken seit das jetzt so wann? Ab? Und wie wussten Sie das? Und wie merkten Sie das? Oh, Herr Gysi, wollen Sie jetzt was über Ökologie, über Feminismus, über Sexismus? Nein, was denn jetzt? Ich will nur wissen, ob Sie Männer so erlebt haben, dass Sie gesagt haben, ich muss jetzt anders für die Gleichstellung kämpfen. Nee, ich kämpfe nicht für die Gleichstellung, ich lebe sie. Das ist der Unterschied. Deswegen bin ich, glaube ich, keine Feministin. Weil ich habe das einfach, für mich war das so selbstverständlich. Meine Mutter hat mir einen einzigen wirklich wichtigen Satz auf den Weg gegeben. Die hat gesagt, das Einzige, was wirklich wichtig ist, macht dich nie abhängig von einem Mann. Obwohl die eine glückliche Ehe hatte und gar keinen Grund, aber sie sagte, das ist immer gut, wenn du dein eigenes Geld hast und sorg für dich und das ist immer gut. Und das fand ich ehrlich gesagt, war richtig so und deswegen habe ich es einfach gelebt und bin dann später erst drauf gekommen, dass das nicht für alle so selbstverständlich ist. Also ich bin sicherlich emanzipiert, wenn mich jemand für eine feministische Sache einspannt, bin ich auch dabei. Zum Beispiel diese 30%-Quote. Die Pro-Quote, ja genau. Pro-Quote. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der wirklich politisch anfängt, für den Feminismus zu streiten, weil ich ja auch als Journalistin einen klaren Grundsatz habe, der kommt von Hajo Friedrichs, mach dich nicht gemein mit einer Sache, auch nicht mit einer guten. Da ist die Pro-Quote-Geschichte schon ein Ausreißer, muss man sagen. Wobei, also aus der DDR, weil Sie ja darauf anspielen, will ich Ihnen Folgendes sagen, was interessant war. Auf die Natur, nicht auf die Frauen. Was interessant war, dass immer mehr Frauen studierten als Männer, die Zahlen nahmen zu, so dass sie auch in den Berufen zunahmen, aber nur horizontal, nie vertikal. Also die Kreisgerichte waren voller Frauen, beim Bezirksgericht war die höhere Ebene, waren sie selten und beim obersten Gericht eine absolute Rarität. Das ist aber auch in Westdeutschland genau dasselbe gewesen. Das ist mir halt am Anfang nicht so aufgefallen. Also im Journalismus, die ersten Redaktionen, in denen ich saß, da wurde viel geraucht und getrunken und das waren nur Männer. Können Sie mir jetzt, weil die Pause sich nähert, mal sagen, ob es da auch Bücher von Ihnen gibt? Nein, ich schreibe nicht. Ich interviewe nur. Ich habe keine Ahnung. Haben Sie welche mitgebracht? Ja, das muss Herr Hirold mir ein Zeichen geben. Von beiden? Was für Bücher sind denn das? Gut, also ich habe, ich kann nicht, also das würde ich mir nie anmaßen, ein Buch zu schreiben, aber ich habe Helmut Schmidt interviewt, Hildegard von Bücher, Hans-Jochen Vogel, dann gibt es ein Buch für Kinder. Richtig. Das habe ich heraus. Ich wissen, ob die dort liegen oder nicht. Und das heißt, ich kriege keine Pause? Ja, gut, dann müssen Sie da auch Unterschriften leisten. So. Bevor wir Sie sich, zurückziehen, ich sag mal, von uns beiden erholen dürfen, in einer Pause. Pause, bevor, da steht Pause, gucken Sie mal, da ganz groß. Ja. Danach geht es dann weiter mit der Serie. Gar nichts an. Also, weil sie darauf bestand, erzähle ich Ihnen die Zahnarztgeschichte. Jetzt zum Schluss geht das nicht. Ganz kurz. Da kam eine Frau zu mir und sagte, sie sei schwanger, aber sie hätte seit 3 Jahren keine intime Beziehung mit einem Mann gehabt und sei das eigentlich unmöglich. Und, unbefleckte Empfängnis. Natürlich, zu wem geht sie? Zu Gregor Gysi. Ja. Weil ich ja auch Verständnis für besondere Situationen Absolut. Habe. Absolut. Es hatte sich umgesprochen. Das Problem bestand natürlich daran, dass sie auch nicht glaubte, dass sie die Jungfrau ist, die nun doch also zur Empfängnis gelangt, wie Maria. Und deshalb, aber das Problem, nein, das eigentliche Problem bestand daran, dass ihr keiner glaubte. Sie war bei der Polizei, sie war überall und die sagen, nein, waren Sie mal betrunken und haben das vergessen oder weiß ich was, etc. Sie sagt, ich war nicht betrunken und selbst wenn ich mal was getrunken habe, weiß ich noch, was ich da gemacht habe. Es gab diesen Vorfall nicht. Also hin und her. Und ich war dann der Erste, der sie ernst nahm, weil sie wirkte auf mich so ehrlich. Ich sagte, die ist doch keine Verrückte, was ist denn da los? Und dann habe ich bei der Polizei nachgehakt und dann kam nach einer Weile wirklich Folgendes raus. Sie war einmal beim Zahnarzt, der hatte sie betäubt und während sie betäubt war, hat er sie missbraucht. Und das war übrigens eine Vergewaltigung, weil sie ja wehrlos war. Und dadurch ist sie schwanger geworden.
Das ist schon ein starkes Stück. Sie haben es herausgefunden. Das hat dann die Polizei herausgefunden, weil ich gesagt habe, Sie müssen sie anders fragen. Wann war sie vielleicht mal bewusstlos und so weiter? Weil ich wo war sie 9 Monate vor der Geburt? Ne? Bitte? Ja. Wo war sie 9 Monate vor der Geburt? Und zwar zu dieser Zeit. Und dann fiel ihr ein, dass sie einmal betäubt wurde beim Zahnarzt, so in etwa in dieser Zeit. Und dann haben die nachgeforscht und dann haben sie die Schwester gefunden und so weiter und so weiter. Dann ist das Ganze rausgekommen. Er ist natürlich auch bestraft worden. Aber sie, da habe ich mir wieder überlegt, was es für Kerle gibt. Es ist ja wirklich, also gibt ja Sachen. Aber, Sie hatten mir damals als Trost noch erzählt, dass sie mit dem Kind sehr glücklich geworden ist. Das ist sie. Danke, zwar, dass Sie das müssen Sie einfach wissen, sonst klingt die Geschichte einfach sie nur hätte furchtbar. Ja, abtreiben können, hat sie aber nicht gemacht oder hat es auch zu spät bemerkt, so war es, sie hat es zu spät bemerkt, da gab es ja so eine Fristenregelung in der DDR. Und dann war sie richtig glücklich mit dem Kind, weil sie hat dann den Mann also völlig gestrichen. Der hatte dann nichts mehr mit dem Kind zu tun, in ihrem Denken und in ihrem Fühlen nicht mehr. Es war jetzt nur noch ihr Kind. Ich habe ihr gesagt, tun Sie doch so, als ob es jungfräulich war. Verstehen Sie? Der Kerl war nie da. Es ist einfach ihr Kind. Und das fand sie auch ganz gut. Ja, wir haben uns ganz gut verstanden. Meine Damen und Herren, Gregor Gysi. Meine Damen und Herren, von Gregor Gysi haben Sie sich jetzt eine Pause verdient. Ja, genau. Von Frau Maischberger natürlich nicht. Wissen Deshalb Sie? Sehen wir uns da hinten irgendwo. Ich habe eine Alles Uhr gefunden. Klar. Danke. Dann kam ihr wirkliches Erfolgsformat, nämlich Maischberger bei MTV. Wobei, in welchem Jahr jetzt hören Sie sind mal wir zu. Jetzt? Nein. Sie bekam 5 Auszeichnungen dafür. Und dafür haben Sie arme Leute wie mich gelegentlich gequält. Und zwar, weil Sie sehr gut vorbereitet waren. Ich weiß noch, dass Sie mich nach einem Beschluss meiner Partei fragten. Das Blöde war, dass ich den gar nicht kannte. Und was ich aber auch nicht zugeben wollte. Soll vorkommen. Erzählen Sie mal darüber, warum wussten Sie, dass das Ihr Erfolg wird, diese Art der Befragung zu einer Person, wirklich, also... Das wusste ich ja gar nicht. Ich war nach Greenpeace TV, das war auf RTL, das waren 6 Sendungen, dann haben sich alle Werbepartner so beschwert, dass die Sendung sofort eingestellt wurde. Dann war ich 3 Jahre mehr oder weniger auf dem Trocknen. Also das ist immer so, wenn Sie einen Flop hinlegen und dann sind Sie Kassengift und dann kriegen Sie gar keine Sendung mehr. Ich gieße Ihnen ein. Ich habe schon, danke. Das reicht Ihnen? Ich warte einfach. Ein halbes Glas reicht Ihnen? Ich gieße mir dann schon nach. Ist schön, ne, wenn Gysi sich ein Glas gießt. Ein frischer Schluck muss sein. So. Aus Ihrer Flasche. Außerdem teile ich doch gerne. Also. Und zwar etwa so im Verhältnis. Ich weiß, das hat mir mein Mann gesagt, das ist im Osten hieß das brüderlich. Ja. Sie mehr, ich weniger. Nein, ich habe 2 Jahre gar nicht oder 3 Jahre fast gar kein Fernsehen mehr gemacht, sondern habe nur noch Interviews geführt, eben für eine Zeitschrift und habe mal hier, mal dort ein bisschen was moderiert. Aber in Wahrheit wollte mich keiner mehr vor die Kamera lassen, weil eben dieser Greenpeace TV-Flop mir immer so anhing. Und dann kam jemand und sagte, hier, wann kommen Sie denn zu NTV? Das war der damalige Chef. Und dann habe ich gesagt, ich komme dann, wenn Sie eine tägliche Interviewsendung machen, weil das einfach Sinn macht. Es macht Sinn. Ja. Sie sind sozusagen der Chronist des Täglichen. Und ich fand das immer schon rasend spannend. Und dann haben die tatsächlich mich dann irgendwann mal eingeladen. Und dann ab Januar 2000 fingen wir damit an. Und die Bedingung war, je kleiner der Sender, desto mehr musst du da drin vorkommen. Also deswegen eine tägliche Sendung war schon auch richtig. Und wir hatten Glück, das war im Januar 2000 zerlegte sich die CDU wegen der Parteispendenaffäre von Helmut Kohl. Und es war im Prinzip so, Rita Süssmuth kam ins Studio und fragte uns, ja wissen Sie schon mehr, ist er schon zurückgetreten? Und so. Und das hat diese Sendung einfach unheimlich schnell sehr bekannt gemacht und das hat uns geholfen, wiederum die wichtigen Menschen zu kriegen. Weil sie können ja turnen in der Zirkuskuppel, wenn sie nicht eine Relevanz haben, kommt keiner mit Relevanz zu ihnen. Und so hatten wir ganz schnell Relevanz und das war einfach fantastisch. Ich hatte ein ganz kleines Team, Friedrich Küppersbusch war der Produzent, ein wirklich kluger Kopf, also einer der klügsten Köpfe, die ich kennengelernt habe. Und ich habe ja ein paar kennengelernt. Und das hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben das 6 Jahre lang gemacht, was mein ganzes Leben konsumiert hat, in Wahrheit. Also jeden Tag eine Sendung machen.
Sie können einfach nicht mehr sehr viel mehr machen. Und am Ende habe ich nur noch 3 Tage die Woche gemacht, weil ich dann auch in der ARD anfangen durfte. Und irgendwann mal war dann klar, jetzt geht es einfach nicht mehr. Es war einfach sehr konsumierend. Aber ich glaube, ich würde es wieder tun, wenn es sowas gäbe, weil es, glaube ich, auch fehlt, dass Sie gerade in so politischen Zeiten wie jetzt so eine Möglichkeit, jeden Tag da jemanden sitzen zu haben, den Sie dann auch alleine befragen und eben nicht im großen Chor. Das würde wahrscheinlich Sinn machen. Da, wo ich jetzt sende, abends am Mittwoch, mittlerweile in der letzten Stunde vor Mitternacht, da geht das kaum, weil das, also das merke ich ja mir selber. Ich komme nach Hause und dann zappe ich noch so ein bisschen durch die Programme in dieser letzten Stunde. Sich da nochmal zu konzentrieren. Da sind wir wieder gleich. Wenn ich nach Hause komme nach so einer späten Sendung, kann ich auch nicht gleich schlafen. Nee. Wir sollen gucke zwar nicht fern, dann höre ich ein bisschen Buch Musik oder so. Oder lesen dann. Dann schlafe ich ein. Eben, ich auch. Das funktioniert. Aber und dann setzt man eben so durch. Und deswegen, also was wir festgestellt haben auf dem späten Sendeplatz, wir haben ja drüben im Trennpalast auch am Anfang mal die Sendung gemacht und da hatten wir einen Gast. Und das ist einfach dann offensichtlich für die Zuschauer ein bisschen zu viel verlangt, sich dann wirklich auf einen Gast einzulassen. Es gibt ganz wenige, wo dann quasi das Interesse von Anfang bis Ende da ist, zum Beispiel Helmut Schmidt. Der kann auch, glaube ich, ein Telefonbuch vorlesen. Die Leute werden immer dran geblieben, ja, weil er dazwischen wegen raucht. Wegen der Tonlage schon. Nein, und wegen des Rauchens, ja. Ja, und weil er dazwischen dann immer so rotzige Bemerkungen macht über noch lebende Politiker. Und das hat natürlich... Aber was ist denn der Unterschied, wenn Sie einen eine längere Zeit befragen können, als wenn Sie eine Gruppe befragen müssen? Das ist genau das Gegenteil. Das ist doch irgendwie doof. Man muss immer darauf achten, er muss auch mal zu Wort kommen und so weiter. Man kann sich ja weniger auf den Inhalt konzentrieren, oder täuscht das? Nee, das ist der Unterschied besteht darin, dass wenn ich... Sie befrage als einzelne Person, dann frage ich Sie. Ja. Wenn ich jetzt in meiner Sendung sitze, ist meine Aufgabe eine völlig andere. Da frage ich nicht Sie, sondern ich stelle Ihnen eine Frage, die möglichst eine Antwort bringen soll, die Sie mit den anderen ins Gespräch bringt. Und wenn ich Sie dann ins Gespräch gebracht habe, erfolgreich, dann ist das eigentlich das Beste. Dann muss ich nur noch darauf achten, dass jeder den anderen noch zu Wort kommen lässt, dass man auch zwischendurch mal wieder ein Thema wechselt und solche Dinge. Völlig andere Geschichte. Aber das ist Sie das Gegenteil eines Interviews. Es ist aber Ihnen die ist Moderation. Auch was Furchtbares, glaube ich, passiert. Sie haben das norwegische Kronprinzenpaar interviewt und danach war die Prinzessin schwer verbrannt. Was haben Sie denn ich da dachte, angerichtet? Ich dachte, jetzt kommen Sie mit Bosbach. Nein, ich habe die Prinzessin verbrannt. Nee, ich kann es Ihnen bis heute nicht sagen. Doch, da ist ein Scheinwerfer geplatzt. Nein, gar nicht. Wir waren in Oslo, es war Mai. Wir saßen draußen, das Königshaus wollte gerne ein Interview draußen. Es knallte, ob Sie es glauben oder nicht, es knallte die Sonne wirklich fatal vom Himmel. Und weil die auf die eine Seite so knallte, haben wir auf die andere eine Lampe hingestellt. Das ist also so eine Lampe gewesen. Ich habe parallel einen Film gemacht über Dieter Wedel und einen Film, den er drehte. Der hatte dieselbe Lampe, aber so. Und zwar überall. Und es hat sich nie jemand verbrannt. Also es muss auch einfach an der sehr zarten Haut der norwegischen Kronprinzen. Es war jedenfalls so, dass ich am Sonntag einen Anruf bekam und der Staatsbesuch war abgesagt. Es hieß, was haben Sie gemacht? Sie haben die Prinzessin verbrannt. Es sind ganz viele danach eben nicht mehr in mein Studio gekommen vor lauter Angst. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie das Verhältnis zu anderen politischen Moderatoren ist? Ich nenne immer Namen. Sie dürfen immer einen Satz sagen. Sagen wir mal Sabine Christiansen. Fangen Sie mal an. Maybrit Illner. Und Sie? Nein, ich muss jetzt, verstehen Sie, bei mir nein, ich ist das sehr Berufstätigkeit. Gerne. Nein, ich mache das, nur einen Satz, Sabine Christiansen, einen Satz, hat als erste Frau die große politische Talkshow machen können, nach mir natürlich, mit Erich Böhme. Wir mussten immer, also früher müssten Frauen begleitet sein, sie war die erste, die unbegleitet moderieren durfte. Und sie hat es geschafft, in ihre Sendung immer alle zu versammeln, die was zu sagen hatten. Das war für die Zeit ziemlich weit vorne. Aber Sie haben keine persönliche Bekanntschaft? Nee, oder mit Maybrit ist es anders. Maybrit ist eine enge Freundin. Maybrit ist eine Taufpatin meines Sohnes. Und Maybrit ist ein Phänomen, finde ich. Die macht das jetzt seit 1999, diese eine Sendung. Damit ist sie quasi die längst Gediente mit einer Sendung. Und ich gucke mir das manchmal am Donnerstag an und denke mir, du hast die Frage 80.000 Mal gestellt und es klingt immer noch so, als ob es sie interessiert. Und es ist so. Also weil sie tatsächlich, sie ist die Chronistin, die am längsten das macht und es ist kein Moment langweilig, finde ich. Anne Will. Anne kenne ich auch persönlich, wir sind nicht so eng befreundet. Anne ist
die Königin der Nacht. Das ist immer, wenn man den Sonntagabend hat, nach dem Tatort können sie eigentlich nicht sehr viel falsch machen und sie macht sehr vieles richtig. Und Frank Plasberg? Frank ist die Blonde unter uns jetzt. Früher war es immer eine blonde Frau und lauter brünette Männer. Er ist jetzt unsere blonde Frau, der einzige Politmoderator in dem Zirkus. Frank hat einen für sich total einleuchtenden und geradeaus Stil gefunden. Der war ja mal Polizeireporter. Manchmal habe ich das Gefühl, es scheint immer noch so durch. Aber ich finde, dass diese Sendung wirklich immer wieder es schafft, weil sie eine klare Struktur und Dramaturgie hat, doch nochmal durch den Dschungel des Gelabers mit der Machete durchzukommen. Günther Jauch? War lange Zeit mein Vorbild, als der Stern-TV moderierte, bevor er Quiz... Quizmaster wurde, weil der ist, also der war mein Vorgänger bei Live aus dem Alabama und ich habe immer bewundert, wie der jede Kurve gekriegt hat. Also Sie merken ja auch, ich fliege manchmal immer noch aus der Kurve, wenn dann etwas passiert in der Sendung, was so nicht erwartet ist und er war einfach immer, er stand immer da und hat es geschafft, irgendwie den CSU-Politiker, den man halt immer wieder mal eingeladen hatte, aus Versehen, dann doch noch so zu befragen, dass alle wussten, was er denkt, aber es konnte man ihm nicht nachweisen. Ja? Mhm. Und der war wirklich glänzend und ich finde, dass er als Quizmaster verschwendet ist. Sagen Sie mir mal, was ist... Schade, dass er den Sonntag dann doch draufgegeben hat. Er hätte das mal machen sollen, finde ich. Ja, wobei er natürlich auch sehr gern gesehen wird als Quizmaster. Und jetzt, er ist ja nur niedergeschrieben worden. Also und ich glaube, das geht ihm auch ja, an die Seele. Und deshalb hat er dann aufgehört, glaube ich. Also wenn Günther Jauch, das ist, glauben Sie wohl selber nicht, dass der... Das ist, also wenn der sich noch darum kümmert, was über ihn... Ja, ernsthaft? Ich verstehe es auch nicht. Ach so. Ich dachte, Sie wollen mir jetzt sagen, ernsthaft, wir Männer sind so. Ja, wirklich. Wir sind verletzlich. Mir hat Kohl beigebracht, damit aufzuhören. Was, zu lesen? Nee, das hätte er auch nicht geschafft. Er hat, ach, zu lesen haben Sie gesagt, ich habe verstanden, zu reden. Auch nicht. Und zwar folgendes, also zum Beispiel, früher habe ich jeden Mist gelesen, der über mich geschrieben wurde und überhaupt über die Linke ja oder PDS und so weiter. Furchtbar, furchtbar. Ja. Und dann habe ich den Kohl gefragt, wie er das macht, wie Kabarettisten und Journalisten mit ihm umgehen. Und da sagt er, ich lese weder montags noch donnerstags ein Magazin. Also er meinte Spiegel und Stern. Ich habe ihm das natürlich nicht geglaubt und sein Bürochef hat mir gesagt, er macht das wirklich nicht. Ja. Selbst wenn ich ihm dreimal sage, das ist wichtig, Sie müssen das lesen, macht er einfach nicht. Und da dachte ich, diese Art von Ignoranz hat auch was. Und seitdem habe ich eine neue Methode. Wenn ein Interview mit jemandem erscheint, lese ich es nicht. Wenn ich am nächsten Tag nochmal danach gefragt werde, dann lese ich es. Das ist ein bisschen mühsam, oder? Nö. Ja. Das wedelt sich so weg. Glauben Sie mir, das ist keine schlechte Methode. Ich kann Ihnen über das, was über Talkshows geschrieben wird, also eine Talkshow ist keine präzise Angelegenheit, deswegen natürlich ist sie nicht, auch ja. So angreifbar. Natürlich ist es immer so, dass es redet einer immer zu lang, der andere wird immer zu schnell unterbrochen und der dritte kommt überhaupt nicht zu Wort, das ist so. Das liegt ein bisschen im Wesen einer Talkshow und ich habe manchmal das Gefühl eben so, also, es ist eben kein Proseminar und wir haben eben kein Drehbuch und manchmal passieren halt Dinge, die nicht glatt laufen. Und ich finde, wenn es zu glatt läuft und wenn es zu gestanzt ist, dann ist es nicht eine Talkshow, sondern dann ist es eine Verabredung zum Aufsagen vorgelernter Texte. Also es ist keine präzise Angelegenheit und deshalb, davon? Es gibt überhaupt kaum Lob über Talkshows. Es gibt eigentlich was haben die Leute davon? Ach so. Lernen sie was? Bei einer Talkshow? Ja. Also ich habe lange versucht, das selber für mich zu begreifen und am Ende stimmt das, was ich am Anfang darüber dachte. Es ist sehr viel besser geeignet, eine Meinung, ein Meinungsspektrum zu vermitteln als Information. Für Information ist das Flüchtige, das gesprochene Wort zu flüchtig. Ja. Es bleibt zu wenig hängen. Deswegen haben wir auch mit Zahlen und großen Grafiken und so haben wir ein Problem. Man kann Informationen vermitteln, aber das Hauptsächliche, was zum Tragen kommt, ist, auf der Grundlage eines Themas zu zeigen, wie unterschiedlich man das sehen kann. Wenn uns das gelingt, am Ende einer Sendung, dann sind wir schon ganz weit vorne, finde ich.
stimmt. Natürlich haben wir auch, finde ich, die Funktion, einen Diskurs zu machen. Also wenn Sie nur noch Facebook lesen, dann haben Sie ja nur noch in Ihrer Leiste dann nur noch das, was die anderen, Sie haben das schon mal geklickt und dann fanden Sie das mal gut und Sie kriegen irgendwann nur noch solche Nachrichten. Und dann finden Sie niemanden mehr, der Ihnen widerspricht. Und eine Talkshow ist doch der Moment, an dem Widerspruch dann kommt. Ja, das Wichtigste ist doch, das Wesen der Demokratie besteht ja darin, dass man akzeptiert, dass es unterschiedliche Interessen gibt, die eben auch unterschiedlich artikuliert werden müssen. Da schauen Sie sich diese Koalitionsvorbereitungsverhandlungen oder wie man das nennen soll an. Ja. Was glauben Sie eigentlich, Herr Gysi, heute Abend 18 Uhr? Ja, also erstens finde ich, dass der Begriff Jamaika missbraucht wird. Ich denke, ich will Ihnen das erklären, bei Jamaika armes Land, aber ich denke an Sonne, an Rum, an Reggae, an Bold, wie der fantastisch läuft. Ich komme doch bei Jamaika nicht ernsthaft auf Merkel, Seehofer, Lindner, Göring, Eckert, in Özdemir, wirklich. Aber ich glaube, es wird zustande kommen. Das liegt daran, dass die CDU in eine ganz schwierige Situation geriete, wenn das scheiterte. Tja, mei, vielleicht wollen die anderen das ja. Entweder müsste sie zurücktreten und darauf ist personell die CDU gar nicht vorbereitet. Aber das wäre nicht so schlimm. Wenn sie zurücktritt, würden sie versuchen, die SPD doch zu einer großen Koalition zu bewegen. Das würde der SPD sehr schaden. Aber die SPD schadet sich gern, also insofern ist das nicht auszuschließen. Hat sie Übung drin, ja. Und wenn nicht, dann gäbe es Neuwahlen, das wäre ganz schwierig für die CDU. FDP ist unterschiedlicher Auffassung, da gibt es welche, die denken, dass sie wirklich bei einer Neuwahl besser abschneiden, aber es gibt auch welche, die haben große Ängste. Wenn die Leute das Gefühl haben, es lag auch an der FDP, könnte sie wird's auch wieder deutlich unterwandert werden, was die Prozentzahlen betrifft. Die Grünen sind so scharf aufs Mitregieren, dass an denen dann nichts scheitern wird. Und die Schwierigste ist die CSU. Ich sage Ihnen auch warum. Sie sind böse, Herr Gysi. Ja, ich bin böse. Böse. Weil ich, aber das hängt mit den Vorjahren zusammen. Genau. Nur eins muss ich Ihnen sagen. Nein, natürlich, wenn Sie jetzt bei der Familienzusammenführung auch, also wenn Sie, naja, gut. Was macht man da für einen Kompromiss? Ja, der Kompromiss wird sein, dass Sie sagen, ja, im Prinzip, aber nicht mehr als so und so viel im Jahr. Und dann werden Sie erklären, die Grünen, dass das heißt, dass die Nächsten dann ein Jahr später kommen und so weiter. Und die anderen werden sagen, wir haben auf jeden Fall die Zahl durchgesetzt. Ich sehe Sie schon als Pressesprecher furchtbar, von Jamaika. Furchtbar, Sie müssen es dann verkaufen. Könnte gar nicht, weil mein Gesicht verriete schon alles, was ich denke. Und eben, dann müssen Sie gar nichts mehr sagen. Das darf man als Pressesprecher nie. Aber jetzt sage ich Ihnen, was die Schwierigkeit für die CSU ist. Sie hat eine ernsthafte taktische Schwierigkeit, nicht eine inhaltliche, eine taktische. Mir müssen Sie das nicht sagen. Ich weil Sie feiern. In einem Jahr Landtagswahlen haben. Ja. Und wenn Sie jetzt eine Koalition mit Grünen und der FDP macht, ist es so schwer, in Oberammergau zu erklären, dass man Grüne und FDP nicht wählen darf. In Oberammergau ging es noch. Aber in Unterammergau ist es noch schlimmer. Das ist ein Problem. Verstehen Sie? Und das, deshalb zuckelt sie. Nur der Vorteil ist, dass Seehofer jetzt der Chef ist. Und wenn er wirklich darüber nachdenken sollte, aufzuhören, hat er nichts dagegen, dass sein Nachfolger ein paar Schwierigkeiten kriegt. So ist es, aber Sie glauben auch, die einigen sich heute und dann dauert es aber ein Jahr oder sowas? Also bis Bayern? Das kann auch länger dauern. Also bis Bayern muss es halten dann, da gibt es gar keine Debatte. Na, bin ich sicher. Übrigens, meine Partei wäre auch in einer traumhaften Situation, wenn jetzt Neuwahlen käme. Na gut, also da sind wir doch bei einem wirklich interessanten Thema. Können Sie mir das erklären, Herr Gysi? Dazu befrage ich Sie gleich. Nee, aber jetzt mal eine Frage. Können Sie mir erklären, ist das ein Selbstmordkommando, was die vier da veranstalten? Und wenn ja, wer ist der Mörder? Also das Letzte würde ich nicht beantworten, selbst wenn ich es wüsste. Das Problem besteht darin, dass die beiden Parteivorsitzenden ganz gut miteinander hinkommen, die beiden Fraktionsvorsitzenden auch, und zwischen denen läuft nichts. Und das Schlimme ist, dass sie eine Disziplin nicht haben, die ich immer beherrscht habe in solchen Situationen. Ich habe dann bis nachts um 3 gesessen, bis wir uns auf einen Kompromiss verständigt hatten, mit dem ich dann in die Fraktion, da kann ich auch bis 5 sitzen, da bin ich also wirklich. Warum machen die das jetzt nicht? Das verstehe ich nicht, das habe ich Ihnen auch gesagt. Also ich sage Ihnen, wie es gelaufen ist bei dieser Klausur der Fraktion, habe ich so mir 15, 16, 18 Reden angehört, dann habe ich mich gemeldet, habe gesagt, ich beantrage eine Pause und ich möchte mit den 4 Vorsitzenden sprechen. Das machen die dann auch artig. Und dann habe ich da kriegen also die Pause. Sie ihre Pause. Und dann kriege ich die Pause.
Und Sie haben die nicht bekommen. Ich bin, wissen Sie, was Pausen betrifft, durchsetzungsfähig. Ja, und dann habe ich denen gesagt, es ist mir ganz egal, wie ihr euch einigt, ihr müsst euch einigen. Alles andere ist unverantwortlich. Dann habe ich einen Vorschlag gemacht, den haben sie abgelehnt, einen zweiten auch. Dann haben sie sich auf den dritten geeinigt. Und so war die Klausur gerettet. Und jetzt... Sind Sie weg und schon geht gar nichts? Nein, jetzt muss ich mal mit denen, das ist aber ein schwieriges Essen, ein Essen führen, aber eigentlich sollte auch Oskar auch dabei sein, sonst hat es wenig Sinn, wo man Spielregeln verabredet. Warum muss denn der Oskar dabei sein? Weil er für Sarah sehr wichtig ist. Das weiß ich schon, aber kann sie nicht alleine für sich dann? Ja, das kann sie, aber wenn er die Spielregeln nicht akzeptiert, wenn sie nach Hause kommt und sagt, das und das haben wir verabredet. Das haben Sie jetzt nicht wirklich ernsthaft gesagt, oder? Das muss ich die Sarah fragen, wenn sie das nächste Mal zu mir kommt, ob das so ist mit dem Oskar zu Hause. Und aber jetzt, nein, im Ernst, aber er will das natürlich nicht, dann werden wir das eben wahrscheinlich zu fünft machen und ich werde Ihnen sagen, Sie müssen sich überhaupt nicht leiden können, das ist nicht die Frage, aber Sie müssen Spielregeln finden, die Sie dann noch achten. Ich würde vorschlagen, Oskar kocht. Das kann er, glaube ich. Genau. Wir sitzen am Tisch, Sie moderieren und dann wird das schon. Ja, ich kann wunderbar moderieren, wenn ich gar nicht beteiligt bin. Das ist fantastisch. Das also ist Sie ja sind, auch Ihre Stärke. Aber Sie sind, also, Sie sind also Ihre... Jetzt erklären da Sie hat mir er mal, leider recht, da kann man nichts dagegen sagen. Jetzt erklären sagen, Sie mir, wie wichtig ist bei Ihren Sendungen jetzt auch die Quote? Spielt die wirklich so eine Rolle, wie man von außen immer denkt? Oder sind die da großzügiger, die Redaktionschefs und Intendanten? Also, ich habe einen Vertrag, der geht über eine bestimmte Laufzeit. Und im Prinzip kann man machen, was man will. Ich habe ein anderes Problem. Ich habe das Problem, wenn ich jedem, der hier sitzt, Gebühren abverlange, aber dann nur noch so diese fünf hier vorne mit meiner Sendung interessiere, dann habe ich ein Problem. Also ich nenne es nicht Quote, ich sage einfach, ich mache eine politische Sendung und ich möchte möglichst viele Zuschauer natürlich dafür haben. Das ist doch ganz normal. Man möchte, also Relevanz kommt aus einer bestimmten Menge und wenn Sie die nicht haben, dann können Sie nicht einen relevanten Diskurs finden. Wir machen natürlich auch Sendungen, von denen wir vorher annehmen, das weiß eh keiner, es kann keiner, Quote ist, also Sie können tun, was Sie wollen. Sie können nicht vorhersehen, ob eine Sendung erfolgreich wird oder nicht. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, der lügt. Man kann ein paar Sachen machen. Man kann so rhetorisch begabte Menschen einladen, anstatt von rhetorisch Unbegabten. Das hilft tatsächlich bei einer Talkshow, dass die Menschen dann zuhören, wenn da jemand redet. Deswegen sind Sie ja so ein gern gesehener Gast, weil Sie reden können. Denken auch, aber auch eben... Wissen Sie, was ich auch kann, was man unterschätzt? Ich kann zuhören. Ja, das ist das habe ich gemerkt. Wenn man das nicht ist in den zuhören letzten, kann, kann in man den auch letzten nicht reden. Jahren haben Sie noch mehr zugehört als sonst. Ja, stimmt. Es ist mehr geworden. Ja. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Aber das liegt daran, dass ich älter werde und schlechter höre und deshalb muss ich genauer zuhören. Das ist ganz einfach. Aber jedenfalls, also ich, für mich ist es wichtig, also ich sage Ihnen trotzdem jetzt einen Satz. Weil die Quote, das ist schon, das ärgert mich, dass immer alle sagen, ihr jagt immer nach der Quote. Nein, ich möchte möglichst viele Zuschauer und dann machen wir zwischendurch Themen, wo wir das Gefühl haben, da kommen nicht so viele Zuschauer zusammen. Vielleicht sind es dann genau die Sendungen, die dann eingeschaltet sind. Aber jetzt von vornherein zu sagen, ich mache eine Sendung, wo ich als Redaktion das Gefühl habe, oh, das ist toll für uns, aber es ist uns eigentlich egal, ob das jemand sieht oder nicht. Dafür kriegen Sie mich nicht. Das kann ich im Spartensender machen, aber doch nicht in einem, der von allen bezahlt wird. Das geht nicht. Das stimmt. Ihre jetzige Talkshow... Oh, danke, das ist nett hier. Ihre jetzige Talkshow Menschen bei Maischberger, inzwischen nur Maischberger, kostet Menschen Sie wie viel Vorbereitungszeit? Das würde mich interessieren. Und kann man eigentlich bei... Doch, man muss in diesem Fall, glaube ich, von Erfolg sprechen, weil es auch schon so eine lange Laufzeit gibt. Aber wie viel Vorbereitungszeit kostet Sie diese Sendung? Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben am Mittwoch hat uns die ARD wegen irgendeiner Filmgeschichte aus dem Programm genommen. Jetzt ist denen aufgefallen, dass heute die Koalitionsgespräche vielleicht scheitern und der Plasberg ist nicht da. Und dann kann es einfach sein, dass wir dann wirklich einfach im Prinzip von einem Nachmittag auf den Abend dann eine Sendung stemmen. Das machen wir auch, wenn es wirklich etwas Aktuelles passiert, dann ist es wirklich so, dann gibt es um 16 Uhr eine Nachricht, 17 Uhr, 18 Uhr, dann gehen wir live auf Sendung und versuchen das hinzubekommen, was wir dann hinbekommen. Das ist meistens, wenn aktuelle Dinge sind, nicht so schwierig, weil wenn etwas passiert, dann behelfen Sie sich ganz gut mit den 5 Ws. Wer, wo, wann, was, wieso. Und
Schwieriger wird es natürlich bei Sendungen, die sehr viel Fachwissen, also wir haben manchmal Sendungen gemacht, auch über in medizinischen Bereichen. Da muss ich mich sehr viel stärker darauf vorbereiten, weil da muss ich einfach selber noch Leute fragen, die wirklich sich auskennen. Und also es ist sehr unterschiedlich. Die Vorbereitung kann 3-4 Tage dauern oder sie geht von einem Nachmittag auf den Abend. Und bei Ich stelle mich, müssen Sie sich da anders vorbereiten? Ja, klar. Macht Ihnen das eigentlich mehr Spaß oder sind das zwei ganz so anders, unterschiedliche Sachen? Das ist ganz anders. Das habe ich ja vorher gesagt. Also in der Sendung am Mittwochabend muss ich es so machen, dass die von mir eingeladenen Gäste oder von uns eingeladenen Gäste, wir sind ja ein Kollektiv, ja, das Einzige, glaube ich, dass die miteinander ins Gespräch kommen und dass da möglichst Dialog entsteht. Und bei Ich stelle mich, wo Sie ja mein Gast waren, glänzen natürlich, da ist es ein Mensch, der im Mittelpunkt steht und dann versuchen wir, den irgendwie zu überraschen. Er darf zwar auch Freunde oder in Ihrem Fall war Ihre Schwester dabei mitbringen, aber wir versuchen dann auch so Leute einzuladen, von denen Sie vorher nichts wissen, dann um zu gucken, was passiert. Mhm. So, nicht alle machen das mit, Sie haben es mitgemacht, war nett. Und dann haben wir doch am Ende haben wir gespielt, nicht? Sie mussten, wie hieß das nochmal, Dingster-Karaoke. Im Prinzip drei Sätze zum vorgegebenen Thema und Sie mussten zu den Bildern dann improvisieren. Das habe ich vergessen. Ich weiß nur noch den Anfang, als Sie sagten, ich solle sagen, ich stelle mich. Und ich sagte, ich stelle mich, aber ich weiß nicht, ob gerne. Und da haben Sie gesagt, ich wusste, dass Sie den Satz nicht so sagen, wie ich es Ihnen gesagt habe. Haben Sie schon mal Gregor Gysi einen Satz da beenden sehen, wo es eigentlich ein Punkt... So weit kommt es noch. Nee. Aber dann müssen Sie schon noch sehr viel älter werden. Von Ihren häufigsten und Ihren schwierigsten Gästen. Häufige und schwierigste. Das sind ja, können ja zwei verschiedene, zum Beispiel Norbert Blüm, glaube ich, war sehr häufig bei Ihnen. Ja, zu einer bestimmten Zeit war der häufiger, weil es eine Weile lang gar nicht mehr so viele Sozialpolitiker gab in der CDU. Also musste man einen fragen, der diesen Herz-Jesu-Marxismus noch vertreten hat. Heiner Geißler. Heiner Geißler war ein hochspannender Gast, der ja auch in seinem Leben durchaus die ein oder andere Wandlung durchgemacht hat, war zuletzt nicht mehr so häufig da, weil doch schon dann auch sehr alt geworden. Jetzt kommen Sie nicht mit Bosbach. Nee. Aber ich kann Ihnen sagen, warum der häufiger war bei uns, weil es einfach auch da, also wir kriegen ja mal, ich verstehe die Frage, warum ladet ihr immer den Bosbach ein, aber es gab in Zeiten der Europolitik, der Flüchtlingspolitik, vor allem die beiden, Griechenland und Flüchtlinge und der Euro, gab es einfach innerhalb der CDU fast keinen, der außerhalb der Parteilinie öffentlich sprach. Und deswegen war Bosbach dann plötzlich überall, weil er sozusagen der Dissident war. Und sie brauchen halt einfach dann auch mal die andere Meinung und deswegen war er häufiger da. Abgesehen davon kann er eben auch reden. Das ist jetzt für eine Deutsche, ich wiederhole mich, nicht unwichtig. Streitgespräche machen wir auch des Öfteren. Ich musste mal, er hat meine Verteidigung übernommen bei unserem Karneval. Und ein Jahr später musste ich dann für Kubicki die Verteidigung übernehmen. Der Orden wieder des tierischen Ernstes. Auch nicht so leicht. Aber das ist ja, der Bosbach war süß. Am schönsten fand ich, wie er plötzlich scheinbar weint und sagte, wenn ich an seine schwere Kindheit denke. Und bat um mildernde Umstände für mich. Und so, dass, ich komme mit ihm wirklich gut hin. Sarah Wagenknecht. Aber jetzt schwierig. Warum ist Sarah Wagenknecht ein häufiger Gast bei uns? Weil sie erstens Opposition ist. Ich finde, ist immer wichtig, Opposition zu hören. Sie tritt auch gut auf im Fernsehen. Zweitens tritt sie gut auf, finden Sie auch, ne? Ja, nee, wirklich. Sie das mögen sie ja gut. Besonders. Nein, wir haben kein so besonders gutes Verhältnis, aber ich bin noch immer noch in der Lage zu erkennen, was ein Mensch kann. Gut, und? Die Linke auch noch. Und sie ist, also Sarah Wagenknecht habe ich ja auch lange schon dann auch als Interviewerin über die Jahre quasi immer wieder eingeladen und sie hat sich einfach auch zum Beispiel, was die Finanzpolitik angeht, einfach so reingearbeitet, sie weiß, wovon sie redet. Ja. Das ist jetzt auch nicht verkehrt. Also ein Mensch, der weiß, worüber Wirtschafts- er redet. Wirtschafts- und Finanzpolitik ist ihre wirkliche Stärke, das muss man sagen. Sie wissen, Karl Kraus hat mal formuliert, was das Gegenteil einer guten Talkshow-Besetzung ist, mit dem schönen Satz, es reicht nicht nur, keinen Gedanken zu haben, man muss auch noch unfähig sein, ihn zu formulieren. Solche Gäste brauche ich nicht. Und deswegen haben wir dann eben zum Beispiel immer wieder mal Sarah Wagenknecht, weil sie aus der Opposition heraus mit großem Sachverstand in wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen argumentiert. Aber auch da kriege ich immer wieder, die Hälfte meiner Zuschauer findet es toll, die andere Hälfte sagt, wieso laden Sie immer diese unmögliche Frau ein?
Es ist so, also es ist das wirklich, ist so, ja. Jeder sieht halt aber waren das, schwierige Gäste Michael Friedmann und Olaf Henkel? Nee, gar nicht. Warum gar sollen nicht, die schwierig? Ne? Wissen Sie, wer die schwierigsten Gäste sind? Nee. Die nicht reden wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Also die reden wollen, mit denen kann man immer umgehen, mit denen kann man ja verhandeln. Aber denen man alles aus der Nase ziehen muss oder die vorher etwas anderes sagen als das, was sie dann in der Sendung, das ist ganz schwierig. Nenne ich keine Namen, egal wie sie es versuchen. Doch einen nenne ich, der inzwischen tot ist, weil ich als Gast im Deutschen Theater mal Benno Besson, halt ein fantastischer Regisseur etc. Aha. Aber der antwortet immer mit ja. Ja oder nein, da kannst du verrückt werden. Da kann man verrückt werden. Ja. Dann habe ich ihn langsam aufgetaucht. Also die schwierigsten Gäste sind wirklich die nicht kommen wollen und aus irgendwelchen Erwägungen dann doch da sind. Und dann merkt man aber, es macht mit denen eigentlich keinen Sinn. Sie machten, wie ich finde, spannende Dokumentation, zum Beispiel der gute Göring. Mhm. Also das Verhältnis des Bruders Albert zu Hermann Göring. Mhm. Entsteht da eine Beziehung zu dem Bruder? Zu dem was? Zu dem Bruder, also über die Leute, über die sie dann drehen? Albert Göring, ich hatte wirklich keine Ahnung, wer das war. Es hat ein Kollege im Spiegel, Gerhard Spörl, einen Artikel über den geschrieben. Und dann habe ich zum ersten Mal gelesen und gesagt, es kann doch nicht sein, dass Hermann Göring einen Bruder hatte, der in derselben Zeit, wo er die Juden quasi der Vernichtung überließ, so kann man das bei ihm, glaube ich, sagen, Juden rettete, beziehungsweise für die Bankkonten anlegte, sie zum Teil eben ihnen half zu fliehen und solche Dinge. Und danach ist er genauso vor Gericht gekommen wie sein Bruder, weil natürlich der Name Göring verheerend war. Der ist hat nie wieder einen Fuß auf den Boden bekommen. Und über diesen Mann eine Geschichte zu erzählen, ist schon faszinierend. Das Bruderverhältnis war außerordentlich schwierig, weil wahrscheinlich der eine von dem anderen Vater war, was aber nie so richtig klar wurde. Und sie haben sich aber dann doch während der gesamten Zeit mehr oder weniger loyal verhalten in dieser Geschwisterzeit. Ich weiß nicht, ob man das Liebe oder Zuneigung nennen kann, aber es war auf jeden Fall ein Band zwischen denen, so viel man eben aus den Quellen herauslesen kann. Und weshalb Ihre Dokumentation Dr. Wedel und Mr. Hyde, also nachdem er diese Semmeling-Film gedreht hatte, sechs Teile, glaube ich, hatte der etc., ja. Was hat Sie daran gereizt? Der Wedel, wenn ich das mal so sagen darf, gilt in der Branche als Arschloch und ich wollte wissen, ob er wirklich eins ist. Und? Dr. Wedel, Mr. Hyde, teils. Er kann auch nett sein, aber es war interessant. Ich wollte wissen, wie der so am Set arbeitet. Aber wir machen, das ist ein Film, den ich als Autorin gemacht habe. Was ich jetzt hauptsächlich mache, ist, dass ich als Produzentin eben Filme dann auch ermögliche, die andere Autoren drehen. Sie sind, ich muss ja ein paar Fragen auslassen, weil die Zeit schon so fortgeschritten ist. Bei ich möchte nachher. Muss man ab und zu kriege ich so die machen. Nachher dann? Weiß gar nicht, ob ich Ihre Schrift lesen. Nein, das ist gar nicht meine Schrift. Also. Ich lasse doch andere schreiben. Aber nein, jetzt. Mensch, das hier. Das ist so gemein. Aber wahr. Glauben Sie nicht, dass Sie. Nein, ich glaube, deshalb stelle ich Ihnen das nicht als Frage, dass Sie immer auch mal wieder eine Sehnsucht haben, sich einer Frage vertieft zu widmen. Und das ist der Grund, weshalb Sie plötzlich eine Dokumentation machen oder eben auch so ein Einzelinterview schätzen, wo Sie mal nachfragen können und wieder nachfragen können etc. Aber Sie sind auch Dozentin an der Deutschen Journalistenschule in München. Und nicht mehr. Lesen nicht mehr, aber ich Sie waren es. Ich schaff's nicht mehr, und zeitlich. Was haben Sie da gemacht? Interviewtechnik und freies Sprechen vor der Kamera. Für Leute, die das nicht so gut können, wie Sie es könnten. Ah, und da sind solche Leute, die das nicht so gut können wie ich? Ja, weil Sie können ein glänzender Journalist sein und Sie können trotzdem Schwierigkeiten haben, jemanden gut zu interviewen oder eben sich vor eine Kamera ist ein Synonym für reden Sie mal, also was Sie erfahren haben, erzählen Sie es einfach mit Ihren Worten weiter. Und es gibt Journalisten, die können vieles, aber das nicht. Also das war stimmt. Das ein Kurs, den wir gegeben haben. Was machen Sie bitte als Vorsitzende des Kollegiums Tischler? Das ist eine Geheimloge und dabei bleibt es. Wieso ist das eine Geheimloge? Das ist eine Geheimloge. Bauen Sie ein bisschen zu Hause gerne? Das ist mal echt eine interessante Version, habe ich noch nie gehört. Denke ich drüber nach. Ja. Hat damit nichts zu tun, macht nichts. Macht nichts. Na gut, wenn wir keine Antwort kriegen, gehen wir zur nächsten Frage über. Würde ich also, ja nicht machen. Also es sind ja Bücher erschienen von Ihren Interviews. Also Sie haben zum Beispiel Helmut Schmidt jahrelang begleitet. Was imponierte Ihnen an Helmut Schmidt am meisten?
Ach, die schiere Intelligenz, um es kurz zu fassen. Ich bin politisch aufgewacht mit Helmut Schmidt. Das war in der Zeit des NATO-Doppelbeschlusses. Da war ich auf der anderen Seite. Für mich war das der Kerl, der noch mehr Raketen aufstellen möchte, als ohnehin schon da waren. Ich hab gegen ihn demonstriert und fand ihn einfach eigentlich unsympathisch auch. Und dann weiß ich nicht, dann haben wir uns irgendwann, ich glaube nach 9/11 zum ersten Mal zum Interview getroffen. Und da war dann doch mehr. Und ich habe dann angefangen, mich wirklich mit ihm und seiner Biografie und seinem politischen Tun auseinanderzusetzen. Habe dann auch einen Film gemacht übrigens über die Frage, wer hatte eigentlich recht beim NATO-Doppelbeschluss, er oder Erhard Eppler, der Gegenspieler damals in der SPD. Und der Schmidt ist einfach ein Phänomen. Der kann eben, der hat viele Dinge einfach schon gedacht, bevor andere Menschen überhaupt Kenntnis von diesem Thema bekamen. Er hat sich im hohen Alter immer noch auch in Themen vertieft. Man konnte mit ihm glänzend nicht einer Meinung sein. Also zum Beispiel über die Frauenfrage oder über Einwanderung waren wir gegensätzlicher, könnte man nicht sein. Aber er hatte immer einen fundierten Standpunkt und er war immer in der Lage, eben das, was er denkt, dann auch zu erklären. Und er war natürlich ein großartiger Showman. Also Helmut Schmidt, wenn Sie dem eine Frage gestellt haben, dann hat er erst mal sich eine Zigarette rausgenommen. Langsam angezündet. War übrigens mein Lieblingsraucher. Ja, also es gab ja nur noch den. Und mit seiner Frau. Ich habe mal in der Dokumentation gesehen, Loki ja, und er, wie die Schach Film. Spielten und sich so vollqualten, die können gar keine Figuren mehr gesehen haben. Ich habe den Film mit meinem Mann gedreht, ja. Der war der Kameramann. Dann waren wir bei denen abends danach noch zu Würstchen und Jubiläumsackverwitt eingeladen und sind danach dann nach Hause gelaufen. Wir sind eine Stunde gelaufen, weil wir fühlten uns wie 5 Stunden in der Disco. Ja. Völlig ausgeläuchert. Ja, das irrsinnig, die hat man gar nicht mehr gesehen. Aber die Logik war auch schwer in Ordnung, finde ich zumindest. Ja. Hildegard Hamm-Brücher. Eine der wenigen politischen Figuren der 50er, 60er, 70er Jahre als Spitzenpolitikerin. Es gab ja nicht so viele. Sehr kluge Frau. Und Hans-Joachim Vogel? Hans-Joachim Vogel ist für mich sozusagen die Inkarnation der Sozialdemokratie. So wie der finden Sie es heute nicht mehr. Das ist natürlich auch eine andere Zeit gewesen, seine SPD. Sehr kluger Kopf, unglaublich aufrecht. Und mit einem ziemlich klaren moralischen Kompass ausgestattet. Das hat auch nicht jeder, der. Es gibt jetzt das Buch Wie wollen wir leben? Ja, das ist aber schon auch ein paar Jahre her, dass wir das gemacht haben. Aber da geht es um Zukunftsängste, um Beschleunigung der Welt, um Islam. Sind das alles Themen, wo Sie dann auch weitergeben wollen, wo Sie sagen, dazu muss es Veröffentlichung geben, die Leute müssen sich mit diesen Fragen beschäftigen? Ja, sicher, eindeutig. Und zwar jeden Tag. Wir leben ja in einer Zeit, in der die Dinge sich permanent und schnell verändern und es ist schwierig, damit Schritt zu halten. Immer mal wieder jemanden zu haben, der dann nochmal mit einem möglicherweise historischen Horizont nach hinten, nach vorne blicken kann, das finde ich ganz hilfreich. Jetzt weiß ich, wo Sie hingucken, wenn Sie auf die Uhr gucken. Wissen Sie, ich habe jetzt lauter Sätze von Ihnen. Ich hoffe, dass Sie wirklich stimmen. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wo kommen Sie denn her? Ja, pass auf, der erste Satz, den finde ich schön. Die Leute stehen Schlange, um sich von mir befragen zu lassen. Wirklich? Nee, das habe ich nie gesagt, oder? Gut. Haben Sie die Quelle? Nee, die habe ich nicht hier. Also aber in Anführungsstrichen. Das klingt nicht nach mir. Ja, fand ich auch. Deshalb wollte ich wissen, warum Sie das mal gesagt haben. Ich dachte so als eine DAFKA-Antwort. Also höchstens könnte es sein, dass wir da beim in der Zeit der CDU-Parteispenden, da standen manchmal tatsächlich kleine Schlangen vor der Studiotür. Aber also was anderes kann ich mir nicht denken. Ich bin nie zynisch, aber ich habe auch wenig Respekt. Ja. Das Letzte stimmt. Und Sie sind nie zynisch? Wenn ich Ihren Mann frage, sagt er dann, Respekt. Sie sind ab und zu doch mal zynisch? Nee, mein Mann, mit dem wollen Sie nicht streiten, das kann ich Ihnen sagen. Respekt in dem Sinne von, da kommt jetzt einer und der ist Kanzler. Und das hat man jetzt so vor dem Amt Respekt zu haben. Das fehlte mir in dem Sinne, dass ich immer geguckt habe, wer hat denn dieses Amt inne? Und hat derjenige, der es inne hat, Respekt vor seinem Amt? Und das ist immer ein ganz guter Maßstab. Sie haben den damaligen Bundesfinanzminister Weigel mal gefragt, ob er weiß, was ein Weigel bedeutet. Erstens wusste er es und zweitens, was bedeutete das? Ein Weigel war, glaube ich, eine Maßeinheit der Haushaltslöcher. Das war zu der Zeit, wo die Steuereinnahmen noch nicht so sprudelten und ein Weigel war eine Maßeinheit für ein Loch.
das plötzlich auftauchte im Bundeshaushalt. Und kannte er das? Er kannte das, glaube ich. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Es hat nichts mit seinen Augenbrauen zu tun, jedenfalls. Nein, nein. Wenn Sie das aber die sind haben. Doch schön, oder nicht? Also eine Frau würde man fragen, ob sie nicht mal zum Friseur gehen kann. Ja, einen Mann fragt man doch sowas nicht. Ne? Das, also weil ich war sehr froh, in diesem Wahlkampf endlich mal zu erleben, dass ein Mann Christian Lindner nur noch auf seine Äußerlichkeiten reduziert. Aber wirklich? Ja. Das hat mir total gut getan. Ein Beruf verfehlt. Er kann auch Model werden. Ne? Ja. Sie wünschten sich, er wäre Model und nicht in der FDP, oder? Ja das wäre gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Obwohl ich mit ihm auch ganz gut hinkomme. Wir können uns ganz gut unterhalten, haben natürlich völlig... Wissen Sie, was ich festgestellt habe? Wenn man völlig unterschiedliche Auffassungen hat, läuft manches besser. Absolut. Weil man versucht ja gar nicht erst, den anderen von was zu überzeugen. Ich interviewe auch viel lieber Leute, die ich nicht mag. Das hilft einfach, die richtige Distanz zu haben. Wenn ich jemanden mag, das ist ja ganz schwer. Ja. Dann will ich dem ja nicht wehtun und dann frage ich... Und Sie lieben mich? Also nach dem heutigen Tag bin ich mir nicht sicher. Also, Journalismus ist lebenslanges Lernen, haben Sie gesagt. Was lernen Sie denn lebenslang? Ja, jeden Tag was anderes halt. Ah ja, ich sag Ihnen mal, was Sie alles für schluge Sachen gesagt haben. Zum Beispiel, die erste Frage soll den Ton des Gespräches festlegen, den Gesprächspartner interessieren und die Zuschauerinnen und Zuschauer neugierig machen. Ja. Das ist, da ist überlegen nichts Falsches Sie sich dran. Das vorher dann lange? Die erste Frage ist das Schwierigste. Also da sitzen wir ja dann in dieser Sendung jetzt im Redaktionszimmer und es kann sein, dass wir einfach eine Dreiviertelstunde uns total verhaken über die erste Frage. Und kann die letzte wirklich alles versauen? Ja. Haben Sie da ein praktisches Beispiel? Nee, aber bei ersten Fragen kann ich Ihnen ein paar sagen. Also immer von den Kollegen. Also zum Beispiel hat Friedrich Küppersbusch hat mal mit Guido Westerwelle ein Interview begonnen mit der Knallerfrage: Haben Sie mal als Kind unter Akne gelitten? Unter was gelitten? Unter Akne gelitten. Ach so. Oder, ich weiß nicht, ob Sie sich an Rudolf Seiters erinnern, der war mal Kanzleramt, irgendwas. Rudolf Seiters fragte Küppersbusch gleich zu Beginn: Sie heißen Rudolf, Ihr Bruder heißt Adolf. Und wie waren Ihre Eltern sonst so drauf? Das ist sozusagen von der Frage, die ich jetzt mir so als ideale Einstiegsfrage für ein gutes Gespräch ausdenke, ist das Gegenteil. Aber es funktioniert auch. Das stimmt. Aber mit einer Schlussfrage kann man wirklich alles versauen, weil das plötzlich auseinanderplätschert oder was? Oder die Wirkung eine ganz andere wird? Ja, weil Sie, das ist ein bisschen so wie beim Film, beim Artikel, das, was Sie zum Schluss dann haben, bleibt dann auch als letzter Eindruck im Gedächtnis. Und Sie können viel kaputt machen damit. Aber das Schöne an so einer Talkshow, wie ich sie moderiere, ist, dass ich zu den Schlussfragen, die ich mir vorgenommen habe, gar nicht komme, weil meine Gäste immer länger reden und ich gucke dann immer oben auf die Uhr, eine Minute überzogen, zwei Minuten überzogen und dann sage ich Wiedersehen. Ja, ist das nicht furchtbar, die Uhr? Ich meine, die würde mich völlig ablenken, ehrlich gesagt. Macht sie ja auch. Ja, Sie wären auch für eine Live-Sendung total gar nicht geeignet. Das muss auch nicht sein. Überhaupt kein Zeitmanagement. Ich will Ihnen sagen, ich habe Ihnen ja vorhin den Satz mit den Dissertationen aus Ost und West gesagt. Mhm. Den Satz habe ich gesagt in der Heute-Show, da war nur eine halbe Stunde bis zur Sendung rausgeschnitten. Den habe ich gesagt, als ich den Orden wieder den tierischen Ernst bekam, auch rausgeschnitten. Ich muss es meiner Tagesschau live sagen. Das wissen Sie, das ist der Grund, weshalb Sie nie live in die Tagesschau eingeladen werden. Noch einmal hat das der Wigert gemacht und sehr bedauert. Und zwar war Tagesthemen, Vorsicht. Nein, das kann ich Ihnen sagen, weil ich wütend war. Und zwar, weil Sie Biskin nicht gewählt haben zum Vizepräsidenten des Bundestages. Und ich hatte vorher mit allen Fraktionsvorsitzenden telefoniert, auch mit der Union. Ja. Und alle haben gesagt, ja, das geht in Ordnung. Und dann haben Sie ihn nicht gewählt. Und ich war so wütend, weil ich auch nicht wusste, welche Rolle er jetzt in der Fraktion spielt. Also es kam so vieles zusammen. Und da fragte er mich live und sagt zu mir, na, könnte es nicht sein, dass Herr Biskin ein paar biografische Mängel hat und deshalb nicht gewählt worden ist? Da sage ich, ja, das stimmt, er hat biografische Mängel, aber das kriege ich nicht mehr repariert. Er war im Unterschied zu Kiesinger nie in einer NSDAP, er hat auch nie in einem Ministerium der Nazis gearbeitet. Ja, wie soll ich das noch repariert bekommen? Er ist ja gleich gewählt. Den armen Wicker verschluckt es die Sprache und dann hat er danach
den Thierse und sagte, naja, der Gysi hat gerade gesagt und so, naja, das ist falsch, ist es ja nicht. Ja, das, also da merke ich selbst, das ist auch gar nicht gut, wenn ich wütend bin. Aber ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es ganz gut, wenn Sie wütend sind. Das macht was her. Soll ich jetzt mal einfach gucken, was wir davon noch abarbeiten? Ja, Sie werden sich wundern. Ich bin fast schon fertig mit Ihnen. Aber... Und machen zwar Sie das, mit machen Ihrer Sie Befragung, Entschuldigung. So, Sie lieben das Reisen, haben Sie schon gesagt, das verstehe ich sehr gut. Aber Sie tauchen auch und Sie, nicht nur das, sondern Sie steigen auch gerne auf Berge. Ach so, ich dachte, Sie fragen, mit dem Tauchen ist es toll, weil da muss man nicht reden. Ist Ihnen das schon das mal verstehe ich. In Sinn gekommen? Muss ich auch manchmal machen, also tauchen. Aber wissen Sie, was Sie mich interessiert, tauchen. Ob Sie sich nicht damit abfinden können, dass der Mensch weder ein Fisch ist noch ein Vogel, dass Sie was ist denn das für eine komische Frage, Herr Gysi? Ja, also bisher haben alle Ihre Fragen irgendwie einen Sinn gemacht, aber die aber hier finde ich ganz komisch. Ja, wieso tauchen Sie und Bergsteigen? Also entweder oder. Also wissen Sie, da wir ja nicht zum Mond und auch nicht zum Mars fliegen können, ist es doch gar nicht so verkehrt, von dem Planeten, den wir haben, möglichst viel kennenzulernen, oder? Wissen Sie, dass es eine Krankheit gibt beim Bergsteigen, dass man nicht zu nah an die Bergsteigen. Ja, dass die Bergsteiger haben mir erklärt, dass man nicht zu nah an den Rand gehen darf, weil ein Sog entstehen kann zu springen. Stimmt das? Ich habe mal von dem armen Kerl gelesen, der wollte einfach nur pinkeln und hat es auch nicht getroffen, aber ich hab den Sog nie gehabt, nein. Also das ist, glaube ich... Das sollte zum Schluss Messner, eine einfache Frage für Sie sein, aber ich habe festgestellt, das war die schwierigste Frage. Haben Sie noch eine bessere zum Schluss? Ja, jetzt kommt ein Schlusswort von mir. Oh. Und zwar, obwohl Sie heute frech waren. Und Sie haben ja... Liebe Sandra Maischberger. Also wissen Sie jetzt, was? Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Dass Sie schon vorher diese Renik angekündigt haben, das hat mich total irritiert. Das macht man normalerweise immer zum Schluss. Darf ich jetzt mal zum Schluss sprechen? Ja, das mache ich immer. Also nochmal, liebe Sandra Maischberger, Sie sind eine taffe Frau. Sie sehen, was ich weiß, dass ich es nicht sagen darf. Ich sage es trotzdem, Sie sehen gut aus und das wissen Sie auch. Sie sind selbstbewusst und haben sich durchgesetzt. Glauben Sie mir, schon dadurch haben Sie für die Stärkung der Stellung der Frauen in unserer Gesellschaft eine Menge getan. Sie sind für Ihre Gesprächspartner immer eine Herausforderung, nicht unfair und absolut unkäuflich. Ihre Art nachzufragen hat etwas Bestechendes. Ich möchte, dass Sie mit Lust und Liebe Ihren Beruf noch sehr, sehr lange ausüben und noch viele Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner fordern. Und zwar so, wie ich es heute bei Ihnen versucht habe. Und dass Sie das vor allem machen in Ihrer TV-Sendung Maischberger, aber auch noch einmal die Chance bekommen, eine solche Sendung zu machen wie bei NTV. Das war für Sie, aber vor allen Dingen für Ihre Gäste wirklich eine Herausforderung. Danke. Das war sehr nett jetzt. So persönlich. Vielen Dank, Herr Gysi. Gregor Gysi. Ha 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 ha!